Willkommen zurück bei Victoria 3. Wir sind tatsächlich am 11. Streaming-Abend unterwegs. Wir spielen immer noch Skandinavien. Also wir haben angefangen mit Schweden, deswegen steht auch im Titel Schweden. Aber inzwischen sind wir Skandinavien geworden. Und wir haben den Nordatlantik hier erobert, indem wir auch Grönland, das große Grönland, das aber nur zu einem kleinen Bereich hier links besiedelbar ist, das ist der Staat, der heißt auch Grönland natürlich. Da sind wir gerade dabei, ihn zu inkorporieren. 13 Jahre dauert das noch, 35% haben wir davon schon erledigt. Und dann haben wir Island, Norwegen haben wir aufgenommen, Dänemark haben wir aufgenommen und Schweden waren wir ja schon vorher und das ist das große Skandinavien. Der Norddeutsche Bund wurde auch inzwischen gegründet, also das ist glaube ich schon 10 oder 20 Jahre her oder noch länger, dass der gegründet worden ist. Aber es ist noch kein Deutschland entstanden hier. Also Preußen hat sich selbst den Norddeutschen Bund in den Norddeutschen Bund umbenannt, aber Deutschland ist noch nicht entstanden. Und was ist unser großes Thema? Eigentlich ist unser großes Thema hier unten Afrika. Wir sind gerade an Afrika heftigst am Kolonisieren. Ja. Und haben sogar den Auftrag, Kampf um Afrika. Dafür sollen wir 7 oder mehr nicht inkorporierte Staaten in Afrika besitzen. Das wäre natürlich allerliebst, wenn wir das hinbekommen würden. Ja, ich glaube, das Mikro ist vielleicht doch ein bisschen zu laut eingestellt. Ich schaue mal ganz kurz rüber. So. Es soll nicht übersteuern, das ist der Punkt. Gut, ich hoffe, jetzt ist es besser. Also, Afrika wollen wir kolonisieren, das ist unsere Aufgabe. Im Moment haben wir hier eine große Kolonie, Namaqualand, und hier ist skandinavisch Heregoland. Wir sind hier schon sehr, sehr eifrig beim skandinavischen Nordkap. Wir haben da sogar hier, schaut mal, das hier haben wir auch irgendwie. Ja, ihr seht hier diese Linie hier, ne? Das haben wir irgendwie auch als, also zumindest haben wir hier einen Anspruch drauf. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, aber wir haben hier irgendwie einen Anspruch drauf. Auf dieses Gebiet, die Grenzen verteidigen, ja, das ist klar. Sie haben nur sehr wenige Bataillone, aber das Problem ist, wenn wir ihnen Krieg erklären würden, würde das wahrscheinlich Krieg mit Großbritannien bedeuten, weil das ein Vasall von Großbritannien ist, tatsächlich. So, wir sind also da gerade dabei, Zwana zu kolonisieren, weil die haben hier Gold. Wir haben schon 2 Goldminen und die dritte bauen wir, glaube ich, gerade. Ja, 2 Goldminen haben schon die dritte bauen wir gerade. Die sind nicht lukrativ. Wie können das haben? Wie können Goldminen nicht lukrativ sein? Dann gebe ich die beste Goldmine der Welt, aber es liegt daran, dass die Zeit noch nicht gelaufen ist. Ich lasse mal kurz laufen. Doch, ist immer noch. Ne, jetzt die 6 beste Goldmine. Okay. Ordnung wiederherstellen beendet. Ordnung wiederherstellen, das wurde aus dem Journal entfernt. Das kann aber auch mit dem neuen Patch zusammen. Die Adelsprivilegien wurden deaktiviert, sie sind bei minus 8. Auch das hat mit dem neuen Patch zu tun. Die Interessengruppe war einflussreich und ist jetzt randständig. Das ist gut, weil die mögen uns nicht. Wenn wir uns gleich zusammen angucken. Und die Investitionsstufe der Institution Gesetzhüter wurde auf 3 verringert. Warum das? Das werden wir uns auch gleich zusammen angucken. Zeige ich euch alles. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben unseren rechtmäßigen Anspruch auf die Kolonie nicht anerkannt. Das wundert mich nicht. Da geht es um diesen Teil hier, weil mit den Vereinigten Staaten sind wir hier so ein bisschen im Clinch. Ich glaube, die sind auch hier oben vertreten. Die sind auch hier ein bisschen vertreten. Wir haben hier auch noch eine Kolonie. Skandinavisch Togo. Gummiplantagen gibt es hier. Das sollten wir auch mal bald abbauen, Gummi. Wir haben hier sogar 66.000 arbeitslose Bauern. Wir sollten hier investieren. Wir sind aber gerade am Bauen von Glashütten in Nordnorwegen. Und hier der Goldminer. Da lasst uns das. Obwohl, wir haben genug Plus, ne? Wir können auch hier direkt rein starten. Pass mal auf, wir starten hier mal direkt rein. Schwefel wäre wichtig. Ich glaube, Schwefel ist hier besonders wichtig. Färbemittel. Machen wir 2x Färbemittel. 2x Kaffee. Was brauchen wir noch? Zucker. Und 4x Schwefel. Und wenn wir das alles ausgebaut haben, dann stehen wir, denke ich, da ganz gut da. Dann sollten wir vielleicht noch den Hafen auf Stufe 4 ausbauen und dann haben wir wahrscheinlich keine Arbeiter mehr, schätze ich mal. Und einen Bausektor, den sollten wir natürlich zuerst theoretisch bauen, ne? Plus 10 Bau bringt das, aber ist halt das Problem. Ne, ich glaube, wir machen das ohne Bausektor. Wir probieren es ohne Bausektor. So. Wir probieren es ohne Bausektor. Genau. Wie schaut es denn mit dem Handel eigentlich aus? Vielleicht zuerst mal zur Politik. Erstmal gehen wir in Richtung der Politik. Also, was hat sich jetzt verändert? Wir haben jetzt hier 5 Stufen der Regierung im Moment. Also, es gibt die illegitime Regierung, das sind wir Gott sei Dank nicht, aber wir sind bei 47. Das bedeutet, wir haben eine inakzeptable Regierung.
Das bedeutet, minus zwei Interessengruppen zustimmen für die Opposition. Das sind die, die hier sind. Hier waren auch noch die Grundbesitzer, die jetzt randständig sind. Die waren hier gerade noch vertreten. Die haben minus 8 tatsächlich. Zählt das auch als Opposition? Die zählen, glaube ich, dann nicht mehr als Opposition. Doch, minus 2 durch inakzeptable Regierung. Zählen trotzdem als Opposition. Interessant. Genau. Dann haben wir plus 25% Radikale durch sinkenden Lebensstandard. Und davon haben wir eh viele. Und plus 19.900 zusätzlich Radikale pro Monat. Regierungsideologieabzug ist minus 51, weil die verstehen sich nicht, glaube ich. Die beiden verstehen sich nicht, das ist der Punkt. Deswegen haben wir das Problem. Wir werden da jetzt erstmal nichts dagegen machen. Normalerweise würde ich jetzt die Regierung umbilden, wir machen jetzt aber nichts dagegen, weil wir haben in 72 Tagen eine Wahl. Und je nachdem, wie diese Wahl ausgeht, müssen wir sowieso unsere Regierung neu verteilen. Und deswegen warten wir jetzt einfach mal darauf. Gesetzeshüter Stufe 3, warum ist das passiert? Schauen wir uns jetzt auch mal ganz kurz an. Das liegt hier an der Technik. Weil wir haben, wenn wir mal ganz hier nach oben gehen, also das haben wir eigentlich alles schon erforscht. Wir forschen gerade hier am Film, was uns mehr Prestige bringen würde. Aber schaut mal, die Bürokratie haben wir jetzt nicht mehr erforscht. Das ist ein bekanntes Phänomen, wenn wir auf den neuen Patch geht. Und durch die Bürokratie bekommen wir plus 2 maximale Investitionen der Institution Gesetzeshüter. Und das fehlt uns jetzt. Deswegen sind wir bei Gesetzeshüter, was wir vorher 5 hatten, jetzt auf 3 runter. Wir müssen also die Bürokratie erforschen. Das dauert uns tatsächlich 17 Monate. Man könnte das patchen, wenn man irgendwie ein paar Tricks anwendet, aber es ist mir also zu umständlich. Wir erforschen das jetzt einfach. Gut. Sonst sind wir überall im Plus. Geld sind wir auch schon im Plus. Das freut mich sehr. Zahlen ein bisschen Zinsen, aber wir sollten jetzt unseren Kredit zurückzahlen. Das wäre schön. Ein bisschen Kredit zu haben ist nicht schlecht, weil das bedeutet auch, dass unsere Bevölkerung davon profitiert, weil die verdienen damit. Wenn wir Zinsen haben, haben wir das ja bei Menschen. Und diese Menschen sind ja unsere Bevölkerung. Und unsere Bevölkerung verdient Geld, wenn wir Zinsen zahlen müssen, weil diese Zinsen zahlen wir sozusagen an unsere Bevölkerung. Also ist es gar nicht mal so verkehrt, wenn man ein bisschen Zinsen hat. Was haben wir hier noch? 25 unproduktive Handelsrouten. Ja, die Handelsrouten wurden ein bisschen umgearbeitet. Da müssen wir gleich noch gucken. Teure Regierungswaren ist Glas. Da bauen wir aber 2 Glasfabriken, die gleich fertig sind. In Westnorwegen. Und skandinavische Nordkap hat nur 95% Marktzugriff. Das muss man gleich mal anschauen. 4 Staaten in Aufruhr. Und hohe Spannungen mit den ganzen afrikanischen Ländern. Das wundert mich nicht. Gut, wir gehen mal ganz kurz hier in die unproduktiven Handelsrouten und löschen die alle. So. Damit haben wir jetzt wahrscheinlich fast gar keinen Handel mehr, oder? Warum sind wir jetzt im Handel so runter? Die waren doch alle unproduktiv. Lebensmittel könnten wir importieren. Das ist nicht gut. So. Ich werde dann einfach mal neue Export- und Importrouten vorschlagen. Aber lassen wir jetzt erstmal ein bisschen laufen. Ein Friedensvertrag zwischen England und King. Das interessiert uns eigentlich jetzt nicht so sehr. Osmanenstreich hat Ägypten mit einem Embargo belegt. Das wundert mich nicht. Die sind ja direkte Nachbarn hier. Da gibt es bestimmt Streit. Die sind gesunken, die Radikalen. Jetzt sind sie leicht gestiegen. Aber gerade sind sie noch ein bisschen gesunken. Das freut mich sehr. Gerade in Grönland scheint es wieder zu geben. Schauen wir uns das Ganze mal kurz an. 25%, ja. Hier sind 37%, hier sind es 38%, hier sind es immer noch 65%. Wahnsinn. Naja, irgendjemand. Es ist immer noch nicht wirklich geregelt worden, dass man das genau anschauen kann. Man kann hier, glaube ich, das aufklappen. Das sollte man eigentlich hier aufklappen können, dass man hier noch ein bisschen mehr sieht. Das funktioniert aber nicht, komischerweise. Ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert. Eigentlich sollte man das hier aufklappen können. Wir hatten doch hier die Torten eingestellt. Lass uns das doch mal haben. So. Arbeitslos. Hier wird auch nicht wirklich angezeigt, wenn die radikal sind, ne? Verkäufer, die Teil der Mittelschicht sind. Verkäufer in Skandinavien, Bevölkerung, Beschäftigte, Angehörige. Interessengruppen sehen wir auch. Pops mit gewissem Widerstand, mit gewissem Wohlstand können Verkäufer werden. Potenzial erhöht sich durch höheren Wohlstand. Büroangestellte und Landwirte haben es besonders leicht, Verkäufer zu werden. Sehr schön. Aber das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Anziehung ist niedrig und Migration ist auch niedrig, weil wir da so hohe
Die wandern nach Gotland, Nordland, Grönland und Nordnorwegen aus. Ja. In Russland sind die Leute auch sehr ungern, wie es ausschaut. Krass. Ja, die meisten sind Verkäufer, die zweitmeisten sind Arbeiter. Schauen wir uns mal die Arbeiter an. Die schwedischen protestantischen Arbeiter in den Glashütten. 40.000 arbeiten allein in den Glashütten. Politisch inaktiv. Und hier, die Holzfäller. Die Holzfäller, die jetzt nur leid, die sind nur leidlich unterwegs. Oh, okay. Sind die deshalb radikal? Hier, radikale 50.000. Das sind hier diese Leute in den Holzfällerlagern, offensichtlich. Also natürlich nicht nur. Schauen wir uns mal die Holzfällerlager an. Wo sind die denn? Hier. Da würden wir weniger verdienen, das ist nicht gut. Elektrosägewerke könnten wir eigentlich jetzt etablieren, ne? Wir bräuchten Elektrizität. Da würden wir die auch endlich mal benutzen. Im Moment schaut es ganz gut aus. Nummer 1 Holzfällerlager, Nummer 638 in der Welt. Also eigentlich schaut es im Moment ganz gut aus. Elektrosägewerke werden trotzdem nicht schlecht. Die Frage ist, ob wir das wirklich in den Holzfällerlagern wollen oder ob wir das nicht lieber woanders wollen. Wie schaut es denn hier bei der Universität aus? Können wir da was verändern? Nee. Die Möbelfabriken vielleicht? Nicht wirklich. Nö. Da haben wir schon Backpulver genommen. Ja, das war auch eine gute Entscheidung, denke ich. Die Chemiefabriken vielleicht? Die können vielleicht. Nee, die haben auch keinen Strom. Aber es wäre schön, wenn man da eine Übersicht hätte. Wo kann man zum Beispiel überall Strom einsetzen? Das wäre schön. Hier, Elektromotoren. Das haben wir aber noch nicht erforscht. Die Elektroeisenbahn müssen wir da erforschen. Dafür hätten wir mehr Stahl und mehr Elektrizität. Ja. Das wäre schon interessant. Gut, die haben sowieso... Doch, die haben 77.000 Arbeitslose. Was ist denn da los? Ja, das schwankt die ganze Zeit hin und her. Die stellen aber hier ein. Die stellen hier ein, das ist okay. Blei brauchen wir auch. Und Eisenbahn, glaube ich, können wir auch brauchen, oder? Nee, das geht eigentlich. Das geht. Skandinavische Wälder haben wir hier auch. Tja, dann würde ich fast vorschlagen, wir können jetzt hier, wo ist denn das? Hier, das Stadtzentrum, genau. Können wir auf elektrische Laternen umstellen? Da bräuchten wir keine Kohle mehr. Hätten aber mehr Dienstleistungen. Würde uns aber 17.000 kosten, was? Wegen der Elektrizität. Ja, aber die ist noch sehr knapp. Weil die Elektrizität noch sehr knapp ist. Pass mal auf, dann bauen wir doch hier einfach mal 5 Elektrizität oder 4 Elektrizitätswerke. Verbraucht Motoren. Dann können wir hier vielleicht auch noch mal 2 oder eine Motorenanlage bauen. Sehr gut. So machen wir das jetzt erstmal. Und stellen dann jetzt unsere... Wir warten vielleicht, bis ein Kraftwerk gebaut ist. Das dauert wahrscheinlich, weil das ganz unten jetzt landet, ne? Ja, hier. Okay. Wir warten mal, bis ein Kraftwerk gebaut ist und dann werden wir auf elektrische Holzanlagen umstellen. Weitere unproduktive Handelsrouten, was ist denn da los? Panzerschiffe sind teuer und Glas ist teuer. Ja, das wissen wir schon. Ja, aber den Handelsrouten müssen wir jetzt mal gucken. Kann ja nicht ständig alles immer unproduktiv sein. Wenn wir die neue... nach der Wahl werde ich da mal gucken. Nach der Wahl werde ich gucken. Damit wir da auch mal wieder was verdienen. Ja, die Radikalen werden mehr. Absolut, hier sind auch viele Radikale in Schleswig-Holstein. Haben aber kaum Arbeitslose. Die fischen alle die Leute dort, okay. Roggenfelder, Viehhöfe, Häfen, Kasernen. Ja. So, trotzdem relativ unglücklich die Menschen dort. Aha. Liegt es vielleicht hier dran, aber das haben wir glaube ich schon auf die richtigen. Wir können hier Dampfschlepper einsetzen. Das würde Dampfer verbrauchen, aber nicht so besonders viel. Dafür hätten wir wieder mehr Clipper.
Könnte man machen. Aber es lohnt sich eigentlich hier nicht, ne? Wir sind leicht im Plus. Vormundschaft beschließen? Nee, ganz sicher nicht. Die Kirche von Schweden möchte das gerne. Das kann ich mir schon vorstellen. Amerika hat Großbritannien die als Rivalen erklärt. Okay, sozialistischer Demagoge ist hier gerade unterwegs. Ich schau mal das kurz mal an. Die würden einstellen. Okay. Was ist hier los? Sven Obelitz, das Oberhaupt einer Interessengruppe Gewerkschafter, wird rasch beliebt beim Volk. Die radikale sozialistische Botschaft der Gleichheit, wie sie von Sven Obelitz verbreitet wird, erweist sich als ungeheuer anziehend für die unteren Schichten. Radikal! 10% der Unterschichtenpops von Norrland werden radikal. Na super. Das haben wir gerade noch gebraucht. Wir haben 7 nicht angepinnte Journaleinträge. Was ist hier los? Metropolitanpolis wird in 4 Jahren ablaufen. Wird abgeschlossen, wenn folgende Bedingungen gefüllt sind. Skandinavische Investitionsstufe für Gesetzestufe ist gleich 5. Aufruhrenswert ist gleich 20%. Löst das Ereignis die Metropolitanpolizei aus? Na gut, der Weg zum Sozialismus. Das wollen wir gar nicht haben. Eigentlich. Schiffe der Lüfte. Skandinavien hat Zeppeline erforscht. Und Kraftwerke ausbauen. Das ist natürlich schon nicht schlecht. Wir müssen ein Kraftwerk auf Stufe 5 oder höher bauen. Dann müssen wir die Elektroeisenbahn erforschen und die Schichtarbeit erforschen. Und dann mindestens eins davon. Dampfturbinen haben wir schon. Gut. Also eine Elektro Stufe 5. Das schaffen wir. Und dann bekommen wir das Ereignis stabile Energieversorgung. Okay. Probieren wir mal. Hier haben wir ja noch große Ausstellung abhalten. Das wäre dann, da bräuchten wir eine Kunstschule mit Stufe 10 und eine Universität mit Stufe 10. Beides bräuchten wir, okay. Wird schwierig. Wolkgrazer Standort bestimmen. Unsere Architekten sind der Meinung, dass Innovationen in Form von Stahlrahmen und Beton den Bau von Gebäuden ermöglichen würden, die höher sind als alle vor ihnen. Sie drängen uns darauf, einen Studienauftrag zu geben und den bestmöglichen Standort für das Fundament zu ermitteln. Die Bürokratie ist größer als 500, haben wir ja, und ein beliebiger Staat ist ein inkorporierter Staat, ist kein Teilstaat und ein beliebiges Gebäude Stadtzentrum hat 20 oder mehr. Bei Annahme bekommen wir Wolkenkratzerstudie für ein Jahr mit minus 500 Bürokratie und fügt dem Journal Skandinaviens Wolkenkratzerstudie hinzu. Das ist gar nicht so schlecht, oder? Machen wir das mal. Da brauchen wir ein bisschen Bürokratie jetzt. Da brauchen wir jetzt noch ein bisschen Bürokratie und dann würde ich sagen, wir bauen hier in Skorne, oder? Da haben wir auch ein paar arbeitslose Bauern. Die Regierungsverwaltung können wir nicht erweitern, weil... Ach, wir die Bürokratie noch nicht erforscht haben. Na super. Das ist natürlich richtig. Die Bürokratie haben wir noch nicht erforscht und es dauert noch 15 Monate. Oh nein. Naja, jetzt haben wir es schon gedrückt. Jetzt haben wir halt ein bisschen weniger Steuereinnahmen, aber ich denke, das ist verkraftbar. So, wie schaut es hier unten aus? Sehr schön, in 10 Tagen wachsen wir wieder. Wann ist die Wahl eigentlich? Ich habe die jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Hier unten. Ah, hier ist die Wahl. Hier ist die Wahl. Das Wahlergebnis ist, die Konservativen bekommen 45,5% der Stimmen, die Radikale Volkspartei 26,6%, die Linke 25,9% und die Kommunistische nur 1,8%. Damit haben wir 48%. Die Kommunistische Partei, das sind die Gewerkschafter. Die Linke, die Landbewohner und die Randstehenden sind die Grundbesitzer und die Kirche von Schweden. So, Regierungsumbildung. Wir selber sind intellektuell. Das bedeutet, glaube ich, wenn die Intellektuellen bei uns drinnen sind, dann gibt es da doch einen Bonus. Wenn wir die jetzt mal rausnehmen, dann sind wir bei 59 und damit sind wir umkämpft. Okay. Die Landbewohner reinnehmen, ganz schlecht. Wenn wir die radikale Volkspartei reinnehmen, sind wir wieder bei 48. Ich glaube, da waren wir gerade schon. Da sind wir auch bei 48. Wenn wir die Konservativen rausnehmen und dafür zum Beispiel die hier reinnehmen, dann wären wir nur bei 31. Okay. Und stattdessen die Kommunisten, wären wir bei 7. Das ist nicht gut. Dann wären wir bei 39. Also das ist schon besser, am besten die hier ranzunehmen. Da sind wir tatsächlich bei 59. Umkämpfte Regierung. Die zu trennen hier geht nicht, weil die möchten gerne zusammen sein. Die Kleinbürger und die Streitkräfte möchten zusammen sein.
Die Frage ist, was wir dann noch überhaupt noch machen können. Also Traditionalisten sind sie. Sie möchten gerne die Staatsreligion und die Vormundschaft. Und hier möchten sie gerne die Monarchie, was uns natürlich sehr, ja, sehr, sehr recht ist. Wir möchten auch die Bürokratie behalten. Dafür sind jetzt die Intellektuellen leider nicht mehr dabei. Die radikale Volkspartei. Wenn wir die reinnehmen, sind wir wieder schlechter dran. Also die würde ich dann nicht mit reinnehmen. Ja, machen wir das so. Das macht am meisten Sinn. Also bei 59 haben wir eine umkämpfte Regierung. Das heißt minus 1 für die Opposition. Und das ist okay. Dennis, grüß dich. Abend. Ja, Abend und so. Kann man sagen. Grüß dich. Schön, dass du vorbeischaust. Das freut mich sehr. Wie geht's dir? Wie war deine Woche bisher? So, also wir haben jetzt eine umkämpfte Regierung, was ganz okay ist. Hätten wir eine legitime Regierung, hätten wir plus 25% Loyalisten durch steigenden Lebensstandard und Loyalisten nehmen überall im Land aufgrund der hohen Legitimität zu. Ja, rechtmäßige Regierung wäre natürlich toll, aber davon können wir nur träumen. Hatten wir früher mal, aber das ist schon lange vorbei. So, welche Gesetze könnten wir erlassen? Privatschulen, Agrarismus, Staatsreligion, Vormundschaft, Nationalgarde. Das könnten wir eventuell überlegen. Geheimpolizei, Militärpolizei, kein offener Dissens. Ja, Nationalgarde wäre eine Möglichkeit, das wollen auch sehr viele haben. Oder Geheimpolizei. Wäre beides eventuell interessant, aber da gibt es ja minus 10% Fortschritt für Revolutionen, ja. Das wär nicht so schlecht. Meine Woche war bislang ambivalent, wie immer. Morgen wird schwer, da habe ich Raid. Ich hoffe aber guten Loot. Ja, das hört sich gut an. Bei welchem Spiel? Die sind alle unzufrieden, aber mal schauen, was da noch für Ereignisse kommen. Ein Edeka-Raid. Das verstehe ich jetzt nicht. Du meinst, dass du selber morgen einkaufen gehst? Kann man das so verstehen? Oder verstehe ich das falsch? Der Thronfolger ist übrigens auf Französisch natürlich. Er ist 16 und ist ein Industrieller. Die Industriellen sind im Moment hier in der linken Partei. Und die sind neutral, die stehen neutral auf unserer Seite. Na, da bin ich ja mal gespannt, was diese Regierung dann weiter produzieren wird. Bei den Intellektuellen ist jetzt die Sozialkritik aktiviert, und minus 10% Prestige, weil sie unzufrieden sind. Was bedeutet das für unseren Rang? Ah, das ist nicht gut. Das bedeutet, wir haben weniger Rang, als wir haben müssten. Dadurch wären wir wieder eine Mittelmacht. Gucken wir ganz kurz, ja, genau. Da könnten wir hier im Etat eventuell unsere Militärgehälter wieder auf normal stellen. Das kostet uns zwar einen Haufen Geld, dafür bekommen wir aber mehr Machtprojektion und das sollte wieder mehr Prestige bringen. Reicht das aber? Ja, es reicht. Es reicht tatsächlich. Ja, ich selber. Okay. Verstehe schon. Du gehst einkaufen. Was ist denn hier los? Die Osmanen? Osmanische Haltung gegenüber vorsichtig. Haben die Osmanen einen Krieg? Kann das sein? Und hier passiert etwas. Nicht schon wieder. Besucher aus den Kolonien. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los tatsächlich? Immer diese Kolonien. Einige Intellektuelle aus Herero haben heute unseren Hauptsitz besucht. Sie argumentieren, ihr Heimatland sei weitaus zivilisierter, als wir es darstellen und dass unsere kolonialen Pläne, die wir mit ihnen haben, ungerechtfertigt sind. Naja. Nichts als Allüren und Lügen schickt sie sofort zurück. Es könnte nützlich sein, ihre Perspektive zu hören. Also hier bekommen die Gewerkschafter minus 1 und die Intellektuellen auch und wir bekommen Spannungen. Aber die Spannungen möchten wir eigentlich, weil ein Krieg wäre ganz gut. Die Kriege werden wir nämlich gewinnen und dadurch haben wir Herero erobert und Amerika kann sich da nichts mehr schnappen. Also von dem her passt das schon. Ne? Also Amerika kann sich da nicht mehr ausbreiten, wenn wir das Ganze hier erobert haben. Und dann können sie sich nicht nach Zwana ausbreiten, wo die ganzen Goldminen sind. Das wäre schon nicht schlecht. Können wir eigentlich noch mehr Kolonien etablieren im Moment? Hier sein, ne? Ja, wir können drei. Wir können Zwana, aber da sind wir schon. Da sind wir schon. Nee, ich sehe im Moment keine Kolonie. Nur die drei, aber in der Kapkolonie, ja, das geht aber nicht. Weil da sind wir schon. Da sind wir tatsächlich schon. Das geht nicht. Okay. Was sagst du denn zu dem neuen Patch, Dennis? Hast du schon im neuen Patch gespielt? Und wenn ja, wie gefällt er dir bisher? Wir haben doch jetzt wieder mehr Prestige. Müsste doch passen jetzt. So, hier ist tatsächlich ein Krieg. Was ist das für ein Krieg? Das ist irgendwie die USA gegen den Oman. Schlacht in Sansibar. Ich würde gerne den Krieg dazu anschauen. Dann müssen wir wahrscheinlich in die USA reinklicken. Und dann müssten wir hier den Krieg sehen. Genau.
Das ist Diplomatie-Spiel in der Strategie Brasilien. Nee, das ist nicht der richtige Krieg. Das ist der Krieg. Es ist Frankreich gegen Oman. Frankreich gegen Oman. Frankreich hat uns nicht herbeigerufen. Stimmt, das war die Sache, wo ich in den Krieg mit hinein gerne wollte. Französische Verbündete sind die Staaten von Amerika und die omanischen Verbündeten ist unter anderem Persien, Ägypten und Afghanistan. Interessant. Was fordern die? Ein Vertragshafen in Sansibar und sie möchten Kriegsreparationen. Okay. Na, da bin ich mal gespannt. So, wie schaut es denn hier aus? Ich glaube, die Glasplantagen sind inzwischen gebaut. Das sind die Zuckerplantagen, die jetzt hier gebaut werden. Okay. Und hier kommen dann die Kraftwerke dran. Na, da bin ich mal gespannt. So, wir müssen unseren Handel wieder ausbauen. Durch den Patch wurde der Handel sehr in Mitleidenschaft gezogen. Wie schaut es denn hier aus? Kleidung ist relativ teuer. Und Möbel sind relativ teuer. Da muss man vielleicht ein bisschen rein. Glas ist, glaube ich, billiger geworden, oder? Ja, aber so wirklich billiger nicht, aber das liegt daran, dass die noch nicht ausgebaut sind, schätze ich mal. Wo haben wir das Glas gebaut? Hier in Westnorwegen haben wir das Glas gebaut. Die Glashütten, ne, doch, die haben schon voll ausgebaut. Haben jetzt keine freien Arbeiter mehr, wie es ausschaut. Okay. Und die Chemiefabriken können sogar nicht vollständig beladen werden. Interessant. Können die auch auf Strom umstellen? Ich glaube nicht. Ja, hab schon gespielt. Die Schlachten gehen schneller und sind weniger unfair. Das neue Legitimitätssystem finde ich aber nicht so toll. Macht den Staat mancher Nationen unnötig schwer. Okay. Welche Nationen vor allem? Hast du da Erfahrung schon gesammelt? Ich frage mich, warum das hier nicht weggeht. Wir haben doch genug Prestige. Verstehe das gar nicht. So, Österreich Interesse an Nordindien. Kleinbürger wurden wieder mal aktiviert und deaktiviert. Ja, das kennen wir schon hin und her. Transvaal unterstützt Oranje im Diplomatiespiel gegen oranische Aristokratenaufstand nicht mehr. Ein Diplomatiespiel wurde begonnen gegen Oranje. Wo ist denn Oranje, bitteschön? Können wir das mal anzeigen lassen, bitte? Ja, ich würde mir das gerne mal anzeigen lassen, wo das Land ist. Hallo? Wo ist dieses Land? Es klingt, als wäre das ein Gebiet hier in Holland, aber ich glaube nicht, dass es hier ist. Nein, da ist es nicht. Was ist denn das hier? Marktzugriff in Luxemburg. Wo ist Oranje? Muss ich das jetzt wirklich hier unten suchen? Das ist ja blöd. So, da unten ist es. Dort. Aha. Und wer kämpft da gegen wen? Zum Beispiel Brasilien. Das ist fast unmöglich, das Kolonialamt einzuführen. Ah, okay. Verstehe. Irgendwas wollte ich dich jetzt gerade noch fragen, aber jetzt habe ich schon wieder vergessen. Vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. Das Diplomatiespiel dort, hier ist es. Was möchten die denn? Oranje möchte annektieren. Und das ist, das ist ein Aufstand. Okay, ja, ich glaube, da werden wir uns mal nicht einmischen. Ja, wir können höchstens... wir haben da eigentlich nichts zu gewinnen. Wir können nur verlieren, weil wir könnten sagen, okay... Oranje wird nicht annektiert, aber dann kriegen wir ja auch nichts. Von dem her, ich ignoriere das einfach mal, glaube ich. So, was haben wir hier? Panzerschiffe sind teuer und Glas ist teuer. Mhm. Dann müssen wir gleich mal nachjustieren. Okay. Und der Nord, das skandinavische Nord kommt bei 66%, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das müsste hier ganz oben sein, oder? Nee. Das ist Nordnorwegen. Das ist Island, Grönland. Was ist denn dieses Nordkap? Was soll das hier sein eigentlich? Aber das ist Nordnorwegen. Skandinavisch Nordkap. Wo ist denn das? Das ist tatsächlich ein Staat. Wo ist denn dieser Staat? Das ist Skandinavien und Skandinavisch Nordkap. Hallo? Bin ich jetzt blöd? Da oben? Was ist das hier? Nee, das gehört auch zu Nordnorwegen. Also dieser Staat hier oben heißt Nordnorwegen. Das ist Westnorwegen und das ist Ostnorwegen. Und das ist Norland. Aber wo das Nordkap sein soll, finde ich jetzt irgendwie nicht. Das ist hier irgendwo. Das ist Seeland, das ist Jütland und das ist Schleswig-Holstein. Aber es hier?
Das ist Togo. Hereroland. Nakwamaland. Das ist Nordkap. Ah. Warum heißt das denn Nordkap? Ja klar, weil das das Kap ist. Macht Sinn. Nordkap ist in Südafrika. Ja, danke schön. Ich hab's jetzt doch gefunden. Ja, ich dachte Nordkap, Nordpol, aber nee. Was ist jetzt das Problem nochmal? Ja, genau, wir haben wenig, ja klar, wir haben wenig, Infrastruktur. 6 von 4. Da müssen wir tatsächlich was bauen. Wir brauchen eine Eisenbahn. Wir müssen hier eine Eisenbahn bauen. Und das sollten wir auch machen. Das sollten wir machen, weil hier Gold abgebaut wird. Was ist denn hier los? Hat das was mit uns zu tun? Weil das hier oben dargestellt wird? Eigentlich müsste es doch hier unten sein, Oranje. Komisch. Sehr merkwürdig. Egal. Man kann Gebiete auch mit F suchen, ja, oder hier unten auf diese Lupe drücken. Ich weiß, aber ich dachte mir, ich suche mal selber. So, Italienisches hat Interesse am Kongo. Aha, Italien hat Interesse am Kongo. Hier sind wir schon sehr ausgebreitet. Das freut mich. Das ist gut. Hier breiten wir uns irgendwie nicht mehr aus. Ich sehe es nicht mehr. Warum wird das nicht mehr angezeigt? Einfach, weil wir hier gerade im Kriegsmodus sind. Deswegen wird uns das nicht mehr angezeigt, wie die Kolonie hier sich ausbreitet. Aber hier sehen wir es, 19 Tage. Und die hier, 26 Tage, die hier gar nicht mehr, ne? Ne, die hier gar nicht mehr. Ein Jahr lang müsste diese Wolkenkratzer-Studie gehen. Ich weiß nicht genau, wann wir die gestartet haben. Aber hier sehen wir es. Hier sehen wir, wie der Balken voll läuft. Dann haben wir wieder mehr Bürokratie. Das ist jetzt nur kurzfristig vorübergehend. Ja. Was wollte ich machen? Ich wollte in den Handel reingucken, genau. Ich wollte in den Handel reingucken. Die Dampfer haben wir ein Problem. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich dich fragen wollte, Dennis. Es gibt die Möglichkeit, hier war das, genau. Die Holzverarbeitung. Wo sind wir denn bei der Holzverarbeitung? Hier, die Holzfällerlager auf Elektrosägewerke umzustellen. Das würde Elektrizität verbrauchen, was wir gerade ausbauen. Da haben wir es sogar schon ausgebaut? Nee, wir bauen es noch aus, genau. Gibt es irgendwo eine Übersicht oder kannst du mir verraten, welche Produktionsstätte das machen kann, auf Elektro umzustellen? Weil ich habe jetzt einfach mal ein paar durchgeklickt, so auf blöd. Und ich habe nirgendwo was dazu gefunden. Hier hätten wir zum Beispiel dann Sprenggranaten. Das hat ja nichts mit Elektro zu tun. Also welche können auch auf Elektro umstellen? Können das nur die Holzverarbeitungen oder können das auch andere noch? So, was könnten wir denn hier machen? Hier könnten wir mehr Munition herstellen. Hätten aber weniger Bleiverbrauch, hätten auch weniger Munition. Ich verstehe. Dafür aber auch weniger Arbeiter. Das ist nicht schlecht eigentlich im Güterland. Ich glaube, wir können das komplett umstellen. Alle Munitionsfabriken. Städtisch müsste das sein. Da sind sie. Die stellen wir mal alle auf Sprenggranaten um. Ja, machen wir. Dann brauchen wir weniger Arbeiter und können die Arbeiter woanders benutzen. So, die Stadtzentren, die wollte ich nämlich auch umstellen. Markthallen, da brauchen die mehr Stahl und mehr Glas. Da, das ist schlecht. Das können wohl einige Betriebe, um ehrlich zu sein, ich habe bisher noch nicht viel mit Elektrizität gemacht. Bisher nur Holzverarbeitung und Straßenbeleuchtung. Ja genau, Straßenbeleuchtung wollte ich auch gerade hier umstellen. Da warten wir aber auch noch, bis wir ein bisschen weniger, bis wir ein bisschen mehr Elektrizität produzieren. Die Markthallen, da bräuchten wir mehr Stahl und mehr Glas. Glas ist im Moment eh sehr teuer. Da warte ich jetzt erstmal ein bisschen, bis wir das umstellen. Können wir vielleicht bei Glas noch was umstellen? Ich guck mal ganz kurz. Da sind wir schon bei Kristallglas angelangt. Da können wir tatsächlich nichts umstellen. Da hätten wir noch weniger Glas. Das ist nicht gut. Und das können wir auch noch nicht. Okay. Was wir jetzt leider gerade erforschen müssen, ist, wir müssen gerade die Bürokratie erforschen, weil die ja durch den neuen Patch wieder unerforscht gemacht worden ist. Ich weiß, man kann das irgendwie umgehen, indem man zurückpatcht oder irgendwas ganz Komisches macht. Das ist mir alles viel zu kompliziert, deswegen erforschen wir das einfach nochmal. 13 Monate dauert das. Das ist auch der Grund, warum wir im Moment Probleme haben mit der Polizei. Weil wir die nicht mehr auf Stufe 5 haben dürfen. Aber naja, gut, ist halt so. Komm,
irgendwelche ganz merkwürdigen Nachrichten rein, die uns überhaupt nicht interessieren. Aha, Österreich hat ein Interesse an Kongo. Ich glaube, ich schaue dann einfach mal Stück für Stück, ob ich dann noch irgendwas zur Elektrizität finde. Zufälligerweise. Oder eben auch nicht. So, jetzt sollten wir noch ein bisschen handeln. Genau. Importrouten, was können wir denn gut importieren? Dampfer vielleicht. Dampfer aus Britannien. Das wäre doch mal nicht schlecht. Wie schaut es mit Glas aus? Glas geht aus Österreich, das kostet uns aber Bürokratie. Das ist schlecht. Möbel wären auch gut. Oh ja, schaut mal, französische Möbel. Französische Möbel ist doch sehr schön. Amerika haben wir auch einen Handelsvertrag, das ist doch schön. Und Russland nicht mehr. Stimmt, Russland hat den Handelsvertrag mit uns gecancelt. Ich erinnere mich. Machen wir ganz kurz Stopp, weil sonst verschiebt sich das hier ständig und das nervt ein bisschen. Persien geht auch nicht. Also geht schon, aber kostet uns zu viel Bürokratie. Kleidung. Kleidung aus von den Briten. Irgendwie gab es hier sehr viele Verschiebungen, was die Handelsrouten angeht. Auch durch den neuen Patch. Deswegen muss ich hier einige Handelsrouten neu einstellen. Ich musste sehr viele löschen. Ich weiß nicht, ob ihr da schon da wart. So, Clipper könnten wir auch noch ein bisschen brauchen, glaube ich, ne? Hier aus Frankreich. Ja, warum nicht? Kohle, Kriegsschiffe. Kriegssegelschiffe brauchen wir nicht. Das ist zu teuer. Luxuskleidung würde noch gehen. Hier aus Norddeutschland, gut. Möbel. Okay. Motoren, Munition. Opium ist auch immer noch teuer. Panzerschiffe aus Norddeutschland. Ja, her damit. Papier aus Norddeutschland geht auch. Ist zwar jetzt nicht super lukrativ, aber geht auch. Amerika gibt uns Porzellan. Und Norddeutschland auch. Das finde ich gut. Schwefel, Seide. Spirituosen. Aus Persien. Ja, der berühmte Schnaps aus Persien. Elektroeisenbahn, stimmt, genau. Und Kühlung. Ja, Kühlung haben wir noch nicht erforscht. Aber es ist auch noch ein guter Punkt. Jawohl. Machen wir. So, dann haben wir Stahl. Genau, Stahl wollte ich nochmal gucken. Oh, schaut mal, Stahl aus Österreich. Das würde sich tatsächlich sogar lohnen. Aber die Frage ist, wollen wir dafür die 15 Bürokratie ausgeben? Ich glaube, ja. Das machen wir jetzt tatsächlich mal. Weil Stahl brauchen wir unbedingt. Tabak. Da würden wir unsere eigene Tabakplantage ein bisschen schmälern. Aber es ist, denke ich, auch okay. Tee. Tee. Französischen Tee. Warum nicht? Tuch. Wein. Wein aus Frankreich ist zu teuer. Wein von den Briten. Der berühmte englische Wein. Ja, den wollen wir trinken. Lasst uns den britischen Wein genießen. Wo sonst? Außer aus Britannien kommt der richtig gute Wein. So, und das wäre Öl. Dann können wir noch die Exportrouten durchgucken. Artillerie. Blei. Nee, geht gar nicht. Wir könnten Eisen exportieren, tatsächlich. Nach Frankreich. Ja, machen wir das. Färbemittel nach Österreich. Getreide. Glas. Handfeuerwaffen. Nach Persien. Eieiei. Holz. Holz könnte interessant sein. Da könnte man nämlich die Holzfabriken effektiver machen. Holz nach Norddeutschland. Und was haben wir noch? Nach Persien. Ja, das kostet uns Bürokratie. Das ist schlecht. Schade, dass Russland uns den Handelsvertrag gekündigt hat. Das liegt daran, dass wir so viel... Wir könnten Kaffee nach Norddeutschland exportieren. Mache ich mal. Das liegt daran, dass wir so schlechtes Prestige haben. Nee, nicht so schlechtes Prestige, sondern so schlechten Ruf. Verrufenheit. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Wir haben sehr schlechte Verrufenheit. Weil wir in den Kolonien irgendwie ein paar falsche Entscheidungen getroffen haben. Ich formuliere es mal so. So, Lebensmittel nach England. Aber ich glaube, die Lebensmittel sind bei uns eh relativ teuer. Das ist keine gute Idee. Die Luxusmöbel würde ich gerne loswerden. Das stimmt, aber die mag keiner haben.
Motoren nach Amerika. Die sind aber eher sehr teuer bei uns. Das machen wir mal lieber nicht. Ups. Panzerschiffe. Wir können Panzerschiffe an die Briten liefern. Dabei würden die aber sehr teuer werden für uns. Ich glaube, das lohnt sich dann nicht, weil die kaufen wir ja selber bei uns ein. Deswegen lohnt sich das nicht. Papier. Papier nach Amerika. Boah, nee. Schwefel nach Österreich. Spirituosen, Sprengstoffe. Das ist jetzt nicht so lohnenswert. Stahl. Tabak und Tuch. Wäre schön, wenn es dann eine Übersicht gäbe, ne? Dass man hier nicht jedes einzelne durchklicken muss, sondern eine Übersicht gäbe, was ist denn effektiv und was ist nicht so effektiv. Genauso wie wir die ineffektiven Handelsrouten uns anzeigen können, sollten wir auch die effektiven Handelsrouten uns anzeigen können. Ich weiß, es wirkt dann so ein bisschen wie Betrug, aber eigentlich ist es halt eine Übersichtstabelle und das kostet einfach weniger Zeit. Ich meine, im Prinzip, wenn ich hier durchklicke, habe ich dasselbe Ergebnis. So, wir könnten noch Öl nach Britannien exportieren. Das ist die Frage, wollen wir das? Öl würde ein bisschen teurer werden. Ja, bei uns würde es schon stark teurer werden. Wir machen es mal nicht. So, jetzt habe ich ein paar Handelsrouten eingestellt. Ich hoffe, dass sich dadurch das hier wieder verändert, das Geld. Wir sind schon stark im Minus. Das liegt aber daran, dass wir auch sehr viel bauen. Ja, dass unsere Bürokratie natürlich jetzt noch weniger ist. So, Diplomatiespiel begonnen. Liberianischer Bauernaufstand. Gegen die Vereinigten Staaten. Liberianisch. Wo sind wir denn da, bitteschön? Liberianisch, das wird hier sein, ne? Hier, da ist es tatsächlich, ja. Der liberianische Bauernaufstand. Das ist interessant. Da sollten wir uns ja fast schon einmischen. Das Problem ist nur, es hilft uns nichts. Nur wenn wir jetzt uns hier einmischen, dann bekommen wir das Gebiet trotzdem nicht. Ja. Nee, machen wir mal nicht. Wie schaut es hier mit unseren Kolonien aus? Ja. Da kommt irgendeine Eskalation, die aber wahrscheinlich keine Auswirkungen haben wird auf uns. Unser Feind Oranje beginnt seine Einberufungszentren. Aber warum unser Feind? Wir sind doch gar nicht mit dabei. Das verstehe ich nicht. Das ist irgendwie unlogisch jetzt. So, was haben wir denn hier noch? Holz ist ein bisschen teurer geworden, was ja genau gewollt war, damit die Holzproduktion effektiver läuft. Ich schaue hier mal ganz kurz. Holzproduktion. Die ist jetzt produktiver. Das ist schön. Da müssen wir nämlich nicht auf Elektrizität umstellen. Hier bauen wir den Hafen. Da kommen die Kraftwerke. Sehr gut. Und dann eine Eisenbahn. Sulu ist neutral. Das Oberhaupt hat sich aus dem politischen Leben zurückgezogen. Das ist jetzt übrigens auch geändert worden mit dem Patch. Weil sonst hatten wir immer diese Nachricht, dass sie... Ja, jetzt wollte ich gerade hier Lobhudeleien machen. Normalerweise hatten wir immer die Grafik, dass Olafur Jeltsminstirnir sich zurückgezogen hat. Und dann kam sofort, dass er gestorben ist. Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt kommt das nicht mehr. Und was kommt? Ein Politiker ist gestorben. Ja, also es kommt doch noch, offensichtlich. Gut. Was auch noch geändert werden sollte, ist, dass die Staatschefs nicht mehr so alt werden. Unser alter König ist, glaube ich, 94 geworden oder sowas. Und er ist ja auch schon 79, was schon auch sehr alt ist. Gerade für die damalige Zeit, wir spielen 1878 im Moment. Ja, also von dem her, er ist sehr beliebt, unser König. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Aber wie lange er noch lebt, wissen wir nicht. Wir werden es sehen. Gut, jetzt haben wir uns den neuen Patch ein bisschen... Ah ja, hier kommt gleich die Eskalation. Ich bin gespannt, ob hier jetzt ein Krieg kommt. Jetzt haben wir uns den Patch schon sehr genau angeschaut. Wir müssen dann vielleicht dann auch gleich mal gucken, was wir für Ziele für heute definieren wollen. Vor dem Patch sind die meisten meiner Herrscher kurz vor ihrem 101. Geburtstag gestorben. Ah, herrlich. Ja, natürlich. Also, welcher König wird nicht 101? Wie schaut es denn mit der Königin Victoria eigentlich aus? Königin Victoria ist inzwischen 59. Sehr schön. Das ist die dem Spiel den Namen gegeben hat. Ne? Deswegen Victoria 3. Victoria von Hannover. So, Frankreich bekommt tatsächlich seinen Vertragshafen in Sansibar. Mit amerikanischer Unterstützung.
Die Königin von Spanien haben wir als junges Mädchen kennengelernt. Inzwischen ist sie auch schon 48. Wow, wie die Zeit vergeht. Die Streitkräfte sind zufrieden. Das ist schön. Das freut mich. Und die Privatschulen wurden aufgelöst. Die möchten wir jetzt nicht mehr haben. Das ist auch gut. So, hier werden Häfen gebaut und dann die Kraftwerke. Ja, die Kraftwerke in Zwerland, aber die dauern. Die dauern, bis die fertig werden. Wie schaut unsere Forschung aus? Die ist schon zur Hälfte. 10 Monate noch. Also oder kurz vor der Hälfte. Amerika breitet sich hier weiter aus. Amerika, Heroland, aber wir breiten uns auch aus. Schaut, hier 10 Tage noch. Mal ganz kurz, wie wir uns hier ausbreiten. Schauen wir uns mal an. 9, 8. Ich glaube, ich kann mal eins schneller machen. Und zack, hier so ein kleines Fitzelchen mehr. Und Amerika wird sich wahrscheinlich auch gleich ausbreiten. Ich hätte ja gehofft, dass wir vielleicht irgendwie Krieg mit Herero bekommen und dieses ganze Gebiet dann auf einmal annektieren können, aber es ist leider nicht passiert. Organisiertes Verbrechen. Schauen wir uns auch gleich an. Vielleicht jetzt sofort. Das organisierte Verbrechen ist in Neuland aktiv. Investieren wir etwas Geld darin, solche Organisationen auszumerzen? Wir müssen 7300 Regierungsausgaben für 5 Jahre haben. Oder ich bin mir sicher, die Behörden werden damit fertig. Wir verlieren Autorität. Autorität haben wir plus 124. Ne, dann müssen wir das Geld leider investieren. Das hilft leider nicht. Der Norddeutsche Bund importiert Schwefel. Interessant. Und wie hat sich halt... Ich möchte das hier angucken. Holz ist noch teurer geworden. Blei auch. Mhm. Okay. Wein dafür billiger. So, 24, 23. Wahrscheinlich bekommen wir dann dieses Gebiet hier. Hoffe ich doch. Schauen wir gleich mal. Sind die jetzt auch gewachsen? Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Sind die hier gewachsen? Wie ist eigentlich mit dem Ton? Ich habe den Ton ein bisschen verändert. Ich habe das Mikro ein bisschen lauter gestellt und den, die Musik auch ein bisschen lauter gestellt. Aha, hier ein kleines Stück. Na gut. Und hier unten sind wir auch gut gewachsen. Inzwischen können wir schon eine 4. Goldmine bauen. Und das Drehventil, der Drehventilmotor wurde freigeschaltet. In Müllfabriken, Werkzeugfabriken, Papierfabriken, Stahlwerken, Motorenwerke. Ich will mir das halt nicht merken. Ne? Also ich weiß, wenn man das Spiel jetzt hoch und runter spielen sollte, dann weiß man das irgendwann auswendig, wo das der Drehventilmotor freigeschaltet wurde. Es wäre halt schön, wenn es so einen kleinen Hinweis gäbe, was wir jetzt verändern können. Also zum Beispiel in der Liste der Fabriken so ein kleines Sternchen, soll bedeuten, es gibt neue Produktionsmethoden, die wir einstellen können. Oder irgendwie sowas. Ich versuche mir das jetzt mal zu merken. Oder beziehungsweise, kann ich das rüberschieben? Ja, ich schiebe mir das hier mal rüber. Und dann gehen wir das mal zusammen durch. Also, die Möbelfabriken. Hier, Drehventilmotor. Dadurch brauchen wir mehr Kohle. Und weniger Arbeiter. Das ist gut. Das ist gut. Das machen wir mal. Das Ganze auch in den Werkzeugfabriken. Die sind hier. Dann in der Papierfabrik. Wo sind die Papierfabriken? Ich glaube, ich habe die irgendwie überblättert. Da. Die Papierfabriken. Und die Stahlwerke. Und dann noch die Motorenwerke. Ja, weniger Arbeiter bedeutet, dass wir wieder mehr Arbeiter für andere Sachen frei haben. Das ist gut. Muss ich gleich mal reingucken. Wir bauen ja gerade noch... Das ist übrigens auch neu, dass hier endlich mal steht, in welchem Staat gebaut wird. Das war nämlich auch nicht da. Ja, du hast dich tatsächlich lauter an. Die Musik stört nicht dabei, dir zuzuhören. Dankeschön, das ist gut. Also hier sehen wir Svealand, Svealand, Svealand und hier ist Skandinavisch Nordkap. Dann können wir mal die anderen Staaten anschauen, ob da viele Arbeitslose jetzt sind. Das dauert ja jetzt gerade ein bisschen. Ich lasse mal kurz laufen und dann schauen wir uns an, ob da viele Arbeitslose sind. Wir sind wieder im Plus, das ist schön. Die Gummimastifikation breitet sich aus. Die Vereinigten Staaten haben Südangola kolonisiert. Wo ist denn Südangola? Soll das jetzt hier dieses... Nee, das ist dann nicht dieser Bereich. Südangola... Äh,
hier soll das sein. Wahrscheinlich dieses kleine Gebiet hier, oder? Kann das sein? Ach, da ist es. Die fangen jetzt hier an zu kolonisieren. Die Säcke. So schaut's also aus. Aha. Das ist, glaube ich, jetzt ein neuer Staat, der hier entstanden ist durch diesen Krieg, oder? Kann das sein? Können wir den irgendwie annektieren? Diesen argwöhnisch, ja zu Recht. Können wir den irgendwie annektieren? Zum Protektorat machen. Warum geht das nicht? Skandinavien bekommt er doch verrufen, hat aber nur 5,5, da haben wir schon viel Schlimmeres erlebt. Wir müssen entweder eine Landverbindung zwischen unseren Ländern haben oder in der Lage sein, eine Hafenverbindung zu haben. Wir haben noch keine Landverbindung. Aber die kommt dann, wenn wir hier oben weiterhin kolonisieren. Okay, verstehe. Okay. 2, 1 und zack. Okay, wir bekommen hier dieses Gebiet auch mit von diesen Leuten. Genau. Also das kriegen wir auch. Gut. Also wenn wir hier die Landverbindung haben, können wir hier angreifen und dieses Gebiet annektieren. Sehr schön. Das kennen wir auch schon, dass wir hier, das ist pure Heuchelei, das nehmen wir immer. Die Grundbesitzer werden dann noch wütender, aber die Gewerkschafter finden es gut und das nehmen wir auch wie immer. So, wie schaut es hier aus? Wir haben 698 Prestige, das sollte doch passen. Ne, wir brauchen 698, wir haben aber nur 656. Okay. In 88 Tagen werden wir zur Mittelmacht, das ist schlecht. Wie können wir das umgehen? Das können wir umgehen, indem wir noch ein paar mehr... Ja, indem wir den Film erforschen. Das wäre ja eigentlich die Sache gewesen, ne? Indem wir den Film erforschen, damit wären wir wahrscheinlich inzwischen sogar fertig oder fast fertig, wenn wir nicht die Bürokratie hätten erforschen müssen. Durch den Patch. Naja, gut. Wir könnten unser Militär ausbauen. Ich lasse es mal. Wenn wir zur Mittelmacht werden, werden wir zur Mittelmacht. Dann ist es halt so. Da können wir jetzt kurzfristig auch nichts machen. Ich möchte jetzt ungern unser Militär ausbauen und dafür irgendwie verzichten auf andere Ausbauten. Protestbewegung Akarismus hat sich aufgelöst. Ja gut, das hat mir eh nie eingeführt. Ein Befehlshaber rekrutieren und befördern, das müssen wir auch mal irgendwann machen, damit das mal hier verschwindet. Wir haben schon einen rekrutiert und befördert haben wir auch schon mal einen, aber da war das Ding noch nicht aktiv. Wir haben im Moment 2,93 Millionen Schulden. Ich möchte von den Schulden auch ein bisschen runter. Französisch hat Interesse an Persien. War Sokoto hier schon immer? Ich kann mich nicht erinnern, dass es hier schon früher Sokoto gegeben hätte. Merkwürdig. So, haben wir jetzt schon einen... Nee, jetzt haben wir immer noch keine Grenze. Vereinigten Staaten von Amerika begann ein Diplomatiespiel, Staatsrückgabe gegen Mexiko. Das ist interessant. Eine unverschämte Expedition, nicht schon wieder. Ins skandinavische Heregoland ist eine amerikanische Expedition auf unsere eigenen Truppen gestoßen. Alles deutet darauf hin, dass seine koloniale Ambitionen in der Richtung ein Konflikt mit unseren entgegenstehen. Sie müssen umkehren, dann bekommen wir wieder Verrufenheit oder es gibt genug Land für alle. Ja, wir müssen leider, es gibt genug Land für alle nehmen, weil wir können nicht noch mehr Verrufenheit uns erlauben. Das können wir uns einfach nicht erlauben. Das ist leider so. Dadurch haben wir nochmal 10 Prestige verloren. Ja, wir sind keine Großmacht mehr. Wir werden wahrscheinlich auch keine mehr so schnell. Schade. Liegt aber, glaube ich, auch daran, unter anderem, ich schaue mir das nochmal ganz kurz an, dass wir diesen Malus haben, oder? Hier, wir haben minus 10%, weil die Intellektuellen uns nicht mögen. Genau, das ist ein bisschen das Problem. Die Intellektuellen mögen uns nicht. Können wir die irgendwie bezirzen? Die Intellektuellen hier, die sind bei minus 5. Das liegt auch daran, dass er radikaler ist und deswegen gegen die Monarchie ist, oder? Das ist so ein bisschen das Problem, glaube ich. Gegen Zensur. Minus 1 durch Besucher aus den Kolonien vertrieben. Eieieiei. Na gut, das wird irgendwann verschwinden. Das ist klar.
Wir könnten sie unterdrücken. Im Moment unterdrücken wir, glaube ich, die Grundbesitzer. Aber die spielen keine Rolle. Doch, die spielen inzwischen auch wieder eine Rolle. Die spielen inzwischen auch eine Rolle. Interessant. Okay. Wir unterdrücken die Gewerkschafter. Wir können auch die Intellektuellen unterdrücken, aber das ist ein bisschen merkwürdig, weil unser König selber ein Intellektueller ist. Der Thronfolger ist inzwischen 17 Jahre alt. Und er ist 80. Unser König ist 80. Oscar Bernadotte ist 80 Jahre alt. So, bei der Wolkenkratzerstudie sind wir bei der Hälfte angekommen. Das ist auch gut. Und die Niederlande hat eine Rivalität gegen uns erklärt. Das ist ja interessant. Das können wir gerne zurückgeben, das Kompliment. Hier. Rivalität erklären. Bekommen wir 200 Einfluss. Das ist doch schön, wir haben eh zu wenig Einfluss. Ja, damit. Der Nordische Bund ist meiner Meinung nach nicht mehr gewachsen, würde ich sagen. Also der ist immer noch in den Grenzen von vor 30 Jahren oder sowas. Gummi ist entdeckt worden. Interessiert uns jetzt nicht so sehr. Und hier schon wieder die unverschämte Expedition. Wieder minus 10 Prestige. Eieieiei. Wir sind inzwischen wieder eine Mittelmacht. Na gut. Deswegen hat sich die Niederlande auch erlaubt, uns als Rivalen zu erklären, weil wir eine Mittelmacht sind. Ja. So schaut's aus. Großbritannien möchte Bhutan haben. Interventionismus beschließen. Ich glaube, wir haben laissez-faire, ne? Ich glaube, wir haben laissez-faire. Ja, wir haben laissez-faire. Aber mehr Leute möchten gerne Interventionismus haben. Ja. Die Gewerkschaft, die Landbewohner und die Grundbesitzer sind nämlich gegen laissez-faire. Und dafür sind die Industriellen. Und hier sind dafür die Gewerkschaft, die Landbewohner und die Grundbesitzer. Und dagegen sind die Industriellen, logischerweise. Ja, aber die Gewerkschaft der Landbewohner und Grundbesitzer interessieren mich nicht so wirklich. Deswegen werden wir das auch nicht machen. Obwohl die gar nicht so, hier zumindest, bei der Vormundschaft beschließen, sind die gar nicht so ohne die Werte. Die Kirche möchte das und die Grundbesitzer möchten das. Und Thomas Berger von der Interessengruppe Kleinbürger möchte das auch. Aha. Nee, kommt nicht in Frage. Wie schaut es denn eigentlich mal mit den Kindern aus? Ich würde ja sehr gerne die Kinderarbeit verbieten und dafür die Grundschule einführen. Dafür sind die Gewerkschafter. Die würden sogar auf plus 12 dadurch gehen. Und die Industriellen finden das ganz schlecht. Tja. Also bräuchten wir die Gewerkschafter in der Regierung. Interessant. Die eingeschränkte Kinderarbeit, das wäre zumindest... Da werden die Industriellen nur so ein bisschen dagegen. Da bräuchten wir aber auch die Gewerkschaft in der Regierung. Okay. Na gut. Ich hoffe, dass wir jetzt bald mal die Bürokratie erforschen können. Das ist ja krank. Das ist ja grauenhaft. So, wie schaut es mit den Marktpreisen aus? Ja. Dampfer, Panzerschiffe sind billiger geworden. Öl ist billiger geworden. Blei ist auch okay. Auch ein bisschen billiger geworden. Schwefel auch. Sehr gut. Und hier die Einnahmen. Wie schaut es da aus? Bei den Werkzeugfabriken schaut es schlecht aus. Oh, schaut mal, die machen sogar Minus. Und wir subventionieren diese sogar. Wir subventionieren die sogar. Okay, deswegen machen wir hier Minus. Schauen wir uns gleich mal an. Was haben wir sonst noch? Chemiefabrik ist auch Produktivität 0. Warum? Das muss man auch erstmal verstehen. Weil Dünger so unglaublich billig ist. Okay. Dünger ist zu billig. Importieren wir Dünger. Ich schau mal ganz kurz. Dünger, Dünger, Dünger. Das sind die unproduktiven Handelsrouten. Die können wir eigentlich wieder rausstreichen, oder? Ich wollte Dünger gucken. Dünger? Hier. Import der Handelsroute der Ware Dünger. Ja, wir importieren Dünger. Das muss aufhören.
obwohl es sehr lukrativ ist. Aber das geht nicht mehr. So. Gut. Damit hätten wir das auch erledigt. Sehr schön. Das wäre die Chemiefabriken, die Stahlwerke. Warum geht es den Stahlwerken so schlecht? Was ist denn los? Eisen ist nicht besonders teuer, Kohle auch nicht und die Werkzeuge eigentlich auch nicht. Und Stahl ist eigentlich auch okay. Ist alles okay. Die müssten doch eigentlich Plus machen. Weil sie nicht genug Beschäftigte haben? Deswegen wahrscheinlich. Dieses Gebäude hat kein Geld, um jemanden anzustellen. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Wir könnten versuchen, Stahl zu exportieren. Aber Stahl ist eh schon relativ teuer bei uns, oder? Wie schaut es mit dem Stahlpreis aus? Hier. Nee, Stahl ist eher günstig. Gut, dann wollte ich sowieso was machen. Ich wollte nämlich... Wo war denn das? Wo haben wir nochmal Stahl gebraucht? Ich glaube, das war bei unseren eigenen... das müsste dann bei Entwicklung sein, oder? Nee. Unsere eigenen Stadtzentren waren das. Kann man die nicht hier allgemein... Doch, hier. Bei den eigenen Stadtzentren konnten wir nämlich auf die Markthallen umschalten. Und da brauchen wir Stahl und Glas. Ja. Und aber dafür weniger Holz. Holz wird dadurch sehr billig werden. Oh, das ist natürlich auch nicht so besonders gut. Aber wir machen es trotzdem mal. So. Dadurch, dass Holz sehr billig wird, haben wir irgendwo die Möglichkeit, mehr Holz zu verbrauchen. Die Kraftwerke. Die Kraftwerke machen auch keinen Gewinn. Weil wir nicht genug Strom verbrauchen. Ne? Das müssen wir jetzt auch ändern. Das können wir auch in den Stadtzentren machen. Elektrische Laternen. Genau. Und jetzt wäre es natürlich nicht schlau, in den Holzfabriken oder Holz, wie heißen die, Holzplantagen, heißen die so, Holzfällerlager auf Elektrizität umzustellen, wenn die eh schon wenig verdienen jetzt. Bisschen blöd. Wo brauchen wir mehr Holz? Ich glaube bei den Möbelfabriken, ne? Bei den Möbelfabriken bräuchten wir mehr Holz. Logischerweise. Da, Möbelfabriken. Da hätten wir mehr Luxusmöbel. Hartholz und Holz. Und da bräuchten wir mehr Hartholz und weniger Holz. Das wäre aber auch schlecht, dann hätten wir noch weniger Holz. Hier bräuchten wir mehr Holz und weniger Hartholz, hätten wir auch weniger Luxusmöbel und mehr Möbel. Das ist auch nicht so dass die Richtung, in der ich gehen will. Aber mehr Möbelfabriken bauen. Mehr Möbelfabriken bauen wäre natürlich da nicht schlecht. So, die Werkzeugfabriken schauen wir uns mal ganz kurz an. Von der Einstellung her sollte es passen. Was ist mit den Werkzeugfabriken los? Wir müssten mehr Werkzeuge verbrauchen wahrscheinlich. Wer verbraucht Werkzeuge? Alle. Alle verbrauchen Werkzeuge eigentlich. Die Lebensmittelfabriken zum Beispiel. Das muss doch möglich sein, das Werkzeug zu verbrauchen, oder? Schauen wir mal hier ganz kurz. Die Lebensmittelfabriken. Die würden da mehr Spirituosen herstellen. Das ist nicht das in die Richtung, die wir brauchen. Ja, das ist Öl, Eisen, Getreide. Nee, da brauchen wir überhaupt keine Werkzeuge. Wir brauchen gar keine Werkzeuge, so wie ich das hier sehe. Merkwürdig. Gut, aber behauptet. Was haben wir denn da noch? Zack. Der Panama-Kanal, ja, genau. Die Kohleminen, die ganzen Minen bräuchten eventuell. Die Goldminen zum Beispiel auch. Bleiminen, Schwefelminen, die ganzen Minen. Wir schauen uns mal die Minen an. Kann man da vielleicht nochmal umstellen auf irgendwas? Da haben wir schon den Eisentransport eingestellt. Bei den Bleiminen noch nicht. Da bräuchten wir... Aha, hier brauchen wir mehr Werkzeuge. Das haben wir ja schon alles eingestellt. Okay.
Schaut es bei den Goldminen aus? Hier bei den Goldminen können wir auch die Konzentrationsmotorpumpe einstellen. Bräuchten wir auch mehr Werkzeuge und mehr Kohle, aber wir bräuchten auch mehr Ingenieure, mehr Maschinisten. Und ich glaube, die haben wir in den Kolonien nicht. Das ist das Problem. Das wird nicht so funktionieren. Dynamit könnten wir aber einstellen. Da bräuchten wir auch ein paar mehr Ingenieure mehr. Aber ich glaube, das passt. Das passt. Das können wir auch einstellen. Da bräuchten wir mehr Motoren, aber weniger Arbeiter. Nee, das machen wir lieber nicht. Das passt soweit. Okay. Wie schaut es mit den Plantagen aus? Wir bräuchten dann Motoren. Okay. Nee, das machen wir mal nicht bei den Plantagen. Das ist ja alles in den Kolonien. Das lassen wir mal so. Ich meine, die sind nicht so besonders effektiv, ne? Die sind nicht so produktiv. Naja, jetzt lassen wir uns mal erstmal weiterlaufen. Jetzt haben wir so viele Sachen geändert. Wir müssen erstmal gucken, wie sich das jetzt auswirkt. Was hat denn Orania zu bieten? Orania hat Holzfällerlage, Eisen. Oh, haben auch Goldmine. Das ist schön. Wenn wir die schlucken könnten, das wäre schon nicht schlecht, ne? Was sagt ihr? Krieg gegen Orania oder lieber kein Krieg gegen Orania? Wie seht ihr das? Großbritannien hat die Kolonie Britisch Äquateur gegründet. Das war, ist wahrscheinlich dann irgendwo hier in der Mitte. Hier. Das wird hier sein. Das hier wird das sein. Ja, genau. Das hier ist das. Okay. Ja, die kolonisieren einfach hier nach Norden weiter. Die Amerikaner. Unglaublich eigentlich. So, die Bürokratie. Endlich haben wir die Bürokratie. Sehr gut, damit können wir jetzt endlich auch Regierungsgebäude bauen, was wir auch dringend machen müssen. Wir haben entdeckt, dass unsere Rivalen aus den Niederlanden die zwei janischen Einheimischen in skandinavischen Nordkap bewaffnet haben. Dies dürfte unsere Bemühungen zur Eroberung dieser Region behindern. Wir sollten versuchen, die Lage zu beruhigen. Minus 0,5 Kolonialwachstum, aber Zawana hat Offensive und Defensive mehr und die Niederlande verbessern sich mit uns. Oder wenn sie Kampf wollen, kriegen sie einen Krieg. Skandinaviens Beziehung mit den Niederlanden verschlechtert sich. Spannung zwischen Skandinavien und Zwana erhöht sich. Ja, das machen wir. Das machen wir. Was würde Orania denn bringen? Ja, ich weiß nicht. Also, die hätten auf jeden Fall Gold. Gold und Baumwolle. Das wäre doch schon mal nicht schlecht. Lebensstandard ist Darben. Das heißt also, wir würden ihnen auch die europäischen Segnungen bringen, wenn man das mal so imperialistisch bezeichnen möchte, aber so war die Zeit eben damals. Wir würden ihnen den europäischen Glaube an den einen Gott bringen und wir würden ihnen ja, vernünftige Verwaltung und einen höheren Lebensstandard bringen. Gold ist doch ein gutes Argument. Hat für die Spanier in Amerika Anfang der 19 auch gut gegolten, ja, das ist absolut richtig. Die sind eh im Aufruhr, also die fühlen sich eh nicht so glücklich. Würde ich sagen. Wahrscheinlich fragen sie uns sogar. Und die importieren auch noch Sklaven. Und gegen Sklavenhandel sind wir ja auch noch. Wir sind ja auch noch gegen Sklavenhandel. Und wenn die hier mit Sklaven handeln, das ist für mich schon ein Grund. Und eine Hungersnot haben sie auch noch. Ja, also komm. Wäre für uns schon eigentlich ein Grund, hier einzugreifen. Ne? Ich glaube, wir haben tatsächlich inzwischen eine Grenze mit ihnen. Also wir können hier einen Krieg führen. Aufzüge wurden freigeschaltet. Sehr schön. Aber wir brauchen eine neue Forschung. Wir brauchen eine neue Forschung. Politiker ist gestorben. Thomas Berger, der Kleinbürger. Endlich ist er gestorben. Entschuldigung, aber das hört sich ein bisschen fies an. Aber der war, glaube ich, radikal und der hat uns nur Ärger gemacht. So, wir wollen hier weiter im Film forschen, damit unser Prestige wieder steigt. Und da wir jetzt wieder was bauen können, würde ich sofort mal anfangen. Hier in Skorne, glaube ich, war das. Was brauchen die? Elektrizität brauchen die für das Stadtzentrum. Ah, die Stadttransen brauchen jetzt Elektrizität. Gut, dann würde ich jetzt erstmal anfangen. Wie schaut es denn mit den Arbeitern aus? Ja, eher schlecht. Trotzdem würde ich anfangen, hier eine Regierungsverwaltung zu bauen. Hier vielleicht das Elektrizitätswerk ausbauen. Das ist aber schon bei 5. Dann machen wir stattdessen hier nochmal eins. Schaut es hier aus? 13.000. Hier 7.000. Okay, hier auch nochmal ein Elektrizitätswerk. Da haben wir kaum was. Da haben wir aber 13.000. Was können wir denn da noch ausbauen? Munitionsfabrik lohnt sich nicht. Was ist denn da los? Die Munition wird auch relativ teuer. Jetzt ist sie nicht mehr so teuer. Das ist merkwürdig. Na gut. So, was können wir denn hier noch ausbauen? Hier könnten wir die Eisenminen ausbauen tatsächlich. Die sind auch sehr lukrativ. Müssen wir hier noch die Eisenbahn ausbauen? Nein, die müssen wir nicht ausbauen.
Aufruhr liegt bei 43%. 13.000 Arbeitslose. Ich würde fast sagen, wir könnten hier die Eisenminen ausbauen. Wenn die Motorenwerke könnten wir auch ausbauen. Ja, machen wir das mal. So. Zweimal Eisenminen, einmal Motorenwerke. Das sollte passen. Hier haben wir auch 52.000 Arbeitslose. Das ist gut. Also 52.000 Bauern, muss man dazu sagen. Der Hafen bringt Konvois, ne? Ja, der Hafen bringt Konvois und wir haben beim Hafen ja inzwischen auch Industriehafen eingestellt. In Sverland bräuchten wir eigentlich keine Infrastruktur, aber ein bisschen mehr Hafen wäre nicht schlecht. Und dann noch eine Schiffswerft für mehr Dampfer. Wäre auch nicht schlecht, ne? Machen wir das mal. Also, ich baue hier mal zwei Häfen. Dann bauen wir unsere Kaserne aus auf 40. Unsere Marinebasis bauen wir mal auf 10 aus. Und die Schiffswerft auf 2. Okay. Da bauen wir vielleicht nochmal zwei Motorenwerke. Das ist auch nicht schlecht. Ja, machen wir das mal so. Puh. Da bauen wir, glaube ich, schon... Was haben wir da jetzt ausgebaut? Ich glaube, die Regierungsverwaltung, ne? Und dann haben wir hier gesagt, bauen wir ein Kraftwerk, genau. Das passt, hier haben wir noch nichts gemacht. Die sind gerade am... Weil die haben auch nicht genug Arbeitslose. Und hier haben wir Probleme mit Elektrizität. Das sind die Stadtzentren, aber die wollte ich gar nicht anklicken, ich wollte hier rein. Die haben auch 4000 Bauern, aber die können, glaube ich, noch anstellen, oder? Können die noch einstellen? Nein, können sie nicht. Gut, was können wir hier noch brauchen? Nochmal einen Hafen, schon mal ganz kurz. 30 von 44. Ja, die könnten tatsächlich auch nochmal einen Hafen bauen. Das ist bestimmt nicht verkehrt. Dann mal ganz kurz gucken, wie schaut es hier unten im Dänemark, im ehemaligen Dänemark aus. Die haben auch 42.000 Bauern. Na, dann lass uns doch hier auch mal ein bisschen ausbauen. Vielleicht zwei Häfen, 5 Kasernen, 3 Marine. Ausbauten. Wie viel haben wir denn Minus? Wir haben noch 2 Millionen Minus, das ist gut. Eine Schiffswerft könnten wir auch hier nochmal bauen. Und dann würde ich auch ganz gerne hier nochmal ein Kraftwerk bauen und vielleicht sogar gleich 2. So. Dann hier haben wir auch 4000 Bauern. Da könnten wir auch einen Hafen bauen. Brauchen wir einen? Nö. Brauchen wir eigentlich keinen. Brauche ich lieber eine Möbelfabrik. Oder Lebensmittelfabrik. Brauchen wir eine Lebensmittelfabrik? Dann hier haben wir nur 600 Arbeitslose. Das lohnt sich nicht. Da machen wir gar nichts. Und dann gehen wir mal nach Island. In Island haben wir auch keine Arbeitslosen. Gut. Und wie schaut es in Grönland aus? Auch keine Arbeitslosen. Gut. Wie ist es in den Kolonien? Hier in Skandinavisch Togo passt auch. Herero. Da haben wir 8000 Arbeitslose. Könnten wir die Kohlemine ausbauen? Oder den Hafen? Ja, der Hafen passt eigentlich. Dann baue ich hier mal die Kohlemine aus. In Namaqualand haben wir auch 14.000 Arbeitslose. Sehr schön, dann können wir den Hafen ausbauen. Machen wir das mal. Vielleicht gleich 2, weil Konvois können wir immer brauchen. Ich glaube, der Hafen ist nicht so eingestellt, wie ich den haben möchte, oder? Doch, eigentlich schon. Komisch. Und dann können wir auch noch mal zwei Kohleminen bauen und vielleicht eine Lebensmittelfabrik. Ja, machen wir das mal so. Und hier können wir noch mal eine Goldmine bauen. Und die Eisenbahn haben wir hier auch. Das ist doch sehr schön. Eine Goldmine und vielleicht auch eine Lebensmittelfabrik, damit die Leute auch was zu essen haben. Ach so, ja, Moment. Bevor wir die Lebensmittelfabrik bauen, müssen wir eigentlich auch einen Weizenfeld bauen, oder? Ja, weil sonst wird es schwierig mit Lebensmitteln. Statt der Lebensmittelfabrik baue ich, glaube ich, lieber ein Weizenfeld und einen Viehhof. Machen wir es mal so. Und vielleicht, ja, das ist zu viel. Wenn da wieder ein paar mehr Arbeiter sind, dann vielleicht noch eine Baumwollplantage. So. Gut, aber am wichtigsten ist natürlich die Goldmine. So. Ich warte, glaube ich, mit dem Krieg hier unten, bis wir dieses Bürokratieproblem mit der Wolkenkratzerstudie durchhaben. Zeppeline breiten sich aus, sehr schön. In Anerkennung von Leistungen. Mit den jüngsten Investitionen im Norden hat die Rohstoffindustrie dort einen positiven Saldo für Fischereianleger erzielt.
Interessengruppen haben eilig die Ehre dafür zu beanspruchen. Die IG Industrielle verdient die Anerkennung. 10% werden industriell oder Grundbesitzer sollen die Anerkennung bekommen, auf gar keinen Fall. Die Arbeiter sollen anerkannt werden. Da hätten wir minus 1 bei den Grundbesitzern und 10% für die Gewerkschafter. Nee, dann lieber die Industriellen. Dann lieber die Industriellen, muss man wirklich sagen. Gut. Kraftwerke ausbauen haben wir noch nicht geschafft. Beliebiges skandinavisches Gebäude. Gebäude ist vom Typ Kraftwerk. Die Beschäftigungsbelegung ist größer als 75%. Die Rücklagen sind größer als 25%. Der wöchentliche Gewinn ist größer als 0. Und das Gebäude ist 5 oder gleich. Haben wir das nicht schon? Ich dachte, das hätten wir schon. Hier, 5 oder gleich. Ah, die Rücklagen sind noch nicht groß genug. Das ist der Punkt. Okay. Die Rücklagen müssen 25% sein. Das haben wir noch nicht tatsächlich. Das stimmt. Und dann, ja, den Rest haben wir schon. Das ist gut. Sklavenkolonialarbeit. Das ist pure Heuchelei. Frankreich hat die Kolonisierung von Lindi abgeschlossen. Die ehemalige Kolonie ist jetzt ein richtiger Staat. Russland hat Interesse an Persien. Okay. Da wir ein bisschen Einfluss haben, möchte ich mal ganz kurz gucken, ob wir zufälligerweise in Russland wieder einen Vertrag hinbekommen, also einen Handelsvertrag. Nee, wo muss man denn hin? Nee, Produktion ist es nicht. Militär ist es nicht. Hier ist es, da ist es. Handelsvertrag tatsächlich. Russland würde annehmen, mit Russland einen Handelsvertrag, das würde uns schon viel nützen. Das machen wir. Dafür brauchen wir 112. Das passt ganz genau. Dann können wir mit Österreich tatsächlich auch noch einen machen. Die würden aber nicht annehmen. Portugal würde auch nicht annehmen. Persien würde auch nicht annehmen. Die auch nicht. Okay. Und wie schaut es hier unten aus? Also ist dasselbe. Ist auch Portugal. Oranje, Zulu, Portugal. Okay. Benin. Mhm. Nö. Gut. Aber Russlands immerhin. Russland immerhin. Das ist gut. Dann Verteidigungspakt. Mit Portugal wahrscheinlich auf gar keinen Fall. Bayern, nee. Das ist auch alles Portugal. Was haben wir denn noch? Zu unserer Zollunion wechseln würde Spanien nicht wollen, weil wir verrufen berüchtigt sind. Jo. Da müssen wir auch noch aufpassen. Deswegen weiß ich nicht, ob wir uns den Krieg jetzt leisten können. Weil wir ja schon von der Verrufenheit berüchtigt sind. Ja, berüchtigt sind wir. Ist so die Frage, ne? Können wir das uns leisten oder können wir uns das nicht leisten? Wie schätzt ihr denn das ein? Gerade Dennis, die Frage geht vor allem an dich, weil du das Spiel ja schon sehr gut kennst. Muss man da eher aufpassen oder kann man sich das mal leisten, so einen Staat zu annektieren? Bündnis, bitten ein Protektorat zu werden? Ja klar, das machen wir auf gar keinen Fall. So, wie schaut es hier aus? Unproduktive Handelsrouten, teure Militärwaren, Panzerschiffe. Wir müssen mehr Panzerschiffe bauen. Und wir brauchen mehr Glas. Und wir brauchen Elektrizität. Ich gucke mal ganz kurz, ob wir Elektrizität vielleicht sogar importieren können. Da müssen wir mal schauen. Import Elektrizität. Ich glaube, das geht nicht, oder? Das gibt es, glaube ich, nicht. Aber wir könnten vielleicht Glas importieren aus Österreich. Kostet uns aber Bürokratie. Ein bisschen Bürokratie können wir uns leisten. Ich mach's einfach mal kurz. Was war das andere, was wir noch brauchen? Ich glaube, das waren Dampfer, ne? Mal kurz gucken. Panzerschiffe brauchen wir noch. Panzerschiffe. Ja. Panzerschiffe. Hier wären die Panzerschiffe. Ah, das ist uns aber zu teuer. Werkzeuge würde ich ganz gerne exportieren eher. Stahl. Blei, auch Blei ist eher zum Export besser. Nach Norddeutschland könnte Blei gehen, okay. Und die Stühle nach Norddeutschland, ja, das ist gut.
Haben es mal mit Frankreich übertrieben. Ergebnis war, dass ich von Österreich und Großbritannien gleichzeitig angegriffen wurde. Oh, kann man pauschal nichts sagen. Kommt immer darauf an, wie viel Verrufenheit man dadurch bekommt. Ja, also relativ wenig. Wenn wir jetzt Oranje angreifen würden, hätten wir, glaube ich, nur 5 Verrufenheit. Da muss ich hier hin, ne? Hier müsste ich, nee, doch, hier müsste ich hin. Das wäre... Nee. Nee, hier müssen wir noch Diplomatie-Spiele. Da müssen wir hin. Staat erobern. Nee, das war es nicht. Marionettenzwang, glaube ich, war es. Oder? Ja. Hier, Marionettenzwang Oranje. Sie haben als Verbündeten Spanien, Großbritannien, Frankreich, Vereinigte Staaten von Amerika, Portugal, Transvaal und Zulu könnten sich jeweils anschließen. 8,4 Verrufenheit würden wir bekommen. Ich weiß nicht, ob das viel ist, wie man das einschätzen würde. Bei Marionettenzwang bekommst du die Goldmine aber nicht. Achso, stimmt, dann kriegen wir die nicht, ne? Dann kriegen wir die nicht. Staat erobern. Staat erobern. Da würden wir 14 Verrufenheit bekommen. 14 ist schon viel. Können wir die nicht zur Marionette machen und danach in unseren Staat inkorporieren? Diplomatisch, über diplomatischen Weg. Berüchtigt ist man ab 25, ab 50 ist man richtig verschrien. Ah, okay, das ist ja schon mal eine gute Information. Dominion-Zwang wäre noch eine Möglichkeit, aber es ist ja im Prinzip das Gleiche. Tja, 14 würden wir bekommen. Ich schau mal, wie viel wir haben. Wir haben bei Verrufenheit, Moment. Hier. Wir haben im Moment 31,1. Also das ist schon zu viel, ne? Weil wenn die 14 dazukommen, dann sind wir ja schon bei 45. Und das ist schon, wenn da noch ein Ereignis dazukommt, sind wir ab über 50. Und das ist nicht gut. Die Verrufenheit soll erstmal ein bisschen runtergehen, würde ich sagen. Und dann können wir... Dann können wir da was machen, ne? Ja, man muss unter 50 bleiben. Ja, lass uns die Verrufenheit mal ein bisschen runtergehen. Vielleicht haben wir ja die Möglichkeit, irgendwas diplomatisch zu machen. Also Diplomatie ist hier im Spiel noch ein bisschen schwach auf der Brust, würde ich sagen. Also ich könnte zum Beispiel mir vorstellen, dass ich da Homer hier nicht annektiere, sondern tatsächlich diplomatisch überrede, zu uns zuzukommen. Aber das geht halt nicht. Zum Protektorat machen würde ich sie gerne, nämlich ganz gerne eigentlich. Wenn sie akzeptieren, wird es zu einem Diplomatenzwischenfall in der Region Niger führen, was Skandinavien 3 Verrufenheit einbringt und seine Beziehung zu 30 Ländern verschlechtert. Und wir hätten für 60 Monate einen Waffenstillstand. Wenn sie akzeptieren, aber ich glaube, wenn sie akzeptieren, warte mal. Da Homer wird Teil von uns angeführten Zonunion. Ah, okay. Und das schafft eine Klientelland-Beziehung vom Typ Protektorat. Ja, genau, es ist ein Klientelland. Das wäre doch gar nicht mal so schlecht. Ich verstehe das Prinzip hier nicht. Wenn sie akzeptieren, dann kommt es zum Diplomatenzwischenfall. Wenn sie es akzeptieren, dann sind wir doch ihr Souverän. Aber sie würden eh nicht annehmen. Victoria 3 ist ein Paradox-Strategiespiel. Das entwickelt sich noch sehr, denke ich. Ja, das auf jeden Fall. Orania rennt nicht weg. Genau so ist es. Das Grundspiel EU4 war ja auch sehr rudimentär. Ja, genau so ist es. Absolut. Hast du EU4 auch gespielt oder spielst du es noch? Ich spiele es auch ganz gerne. Also ich spiele es ab und zu mal. Aber es dauert halt immer sehr lang auch. Also meine Partien dauern immer sehr lang. Du siehst es ja oder ihr seht es ja. Ich pausiere immer. Schau hier mal da. Schau da mal da. Also ich lasse mich da nicht stressen von dem Spiel. Deswegen dauern meine Partien natürlich auch immer relativ lang. Aber ich finde es nicht schlimm. Ich finde nicht, dass es ein Spiel ist, durch das man hetzen muss. Also weder Victoria 3 noch Europa Universalis 4 sind Spiele, durch die man durchhetzen muss. So, hier werden die Kraftwerke gebaut. Und ich hoffe, dass wir dann weniger Probleme haben. Wir können aber hier zumindest die Stadtzentren mal nicht beleuchten. Oder zumindest nur mit Gaslaternen beleuchten. In den Kolonien ist es, glaube ich, okay. Ja, und hier machen wir auch mal Marktplätze in den Kolonien. Das ist sonst ein bisschen zu übertrieben.
Stadtzentren haben wir hier gar nicht. Okay. Ja. Ich müsste EO4 noch spielen. Hab 3.950 Spielstunden und will eigentlich die 4.000 voll bekommen. Krass, ja, dann kennst du dich in dem Spiel da richtig gut aus. Was ist hier los? Frankreich möchte mit uns eine Zollunion, das machen wir aber nicht. So, wir sind bald tatsächlich schuldenfrei. Wir haben richtig, richtig fetten Einnahmen. Richtig fette Einnahmen. Das ist schön. Amerika hat Interesse an den Balten. Müssen nicht bald wieder Wahlen sein eigentlich? Am 26. August? Nee, erst in 2 Jahren. Okay, gut. Schaut mal, die Kleinbürger haben richtig verloren an politischem Druck. Die sind nur noch bei 29,9. Wir sind aber immer noch eine umkämpfte Regierung und das soll auch bitte so bleiben. Ich will nicht wieder in die inakzeptable Regierung abgleiten. Das wäre nicht schön. Wer hat denn dann gewonnen? Wenn die verloren haben? Die Landbewohner, glaube ich. Oh, schaut mal, ja, die Landbewohner haben richtig gewonnen. Die Landbewohner haben gewonnen. Wahrscheinlich durch die Kolonien. Und die Gewerkschafter haben gewonnen. Gummi und elektrischer Telegraph. Okay. Warum haben die Landbewohner so stark gewonnen? Das ist die Frage. Wir werden es nicht so einfach rausfinden können. Anilin breitet sich aus, okay, und Turmschiffe breiten sich aus. Und die Wolkenkratzerstudie ist auch bald durch. Der Norddeutsche Bund hat sich immer noch nicht verändert, also Preußen ist da sehr inaktiv, interessanterweise. Stört mich aber gar nicht. Wie schaut es mit unserer Forschung aus? Oh, wir haben bald den Film erforscht. Noch 12 Wochen. Sehr schön. Oligarchie soll man beschließen? Ja, ganz sicher nicht. Gummi in Gabun entdeckt. So, die Frage ist, sollten wir nicht auch ein paar neue Bausektoren bauen? Damit unser Bau mal ein bisschen schneller geht. Der ist schon sehr langsam und wir haben eigentlich genug Geld, auch mal ein paar Bausektoren zu bauen. In Seeland zum Beispiel. Das lohnt sich doch. Schaut mal, wie viel wir da bauen wollen. Ich mache das jetzt einfach mal kurz. Also, in Seeland ein Bausektor. Der müsste hier unten sein. Da ist er, genau. Und vielleicht sogar 2 Bausektoren. Und dann müssen wir die nach oben schieben. War da nicht eine Taste? Alt und klicken, genau. Alt und klicken. Zack. Zack. Okay. Wie schaut es in Zwerland aus mit Bausektoren? Da haben wir auch nur 2. Da bauen wir vielleicht auch nochmal einen. Komm. Die brauchen ja nur Beschäftigte, wenn wir gerade aktiv sind, oder? Irre ich mich da. Bin jetzt ein bisschen überfragt. Glas ist zu teuer. Glas ist zu teuer, das ist nicht schön. So, da machen wir auch noch einen Bausektor rein. Ja, die Bausektoren sind schnell gebaut, das ist gut. Die Wolkenkratzer-Studie wurde abgeschlossen, perfekt. Standard für Wolkenkratzer gefunden. Unsere Architekten und Ingenieure haben Stockholm in Zwerland als optimalen Standard für den Bau eines Wolkenkratzers ausgemacht. Legt den Grundstein. Plus 10% Bausektordurchsatz und minus 500 Bürokratie. Ne, das verlieren wir wieder, ja. Und wir haben bei dem Journal Wolkenkratzer errichtet. Ja, das wollen wir auch machen. Und die Missionare in Afrika. Eine Gruppe christlicher Missionare will unsere Kolonie in skandinavische Reoland die Erlösung der frohen Botschaft näher bringen. Die Verbreitung des wahren Glaubens ist ein wesentlicher Bestandteil des Kolonialvorhabens. Sehe ich auch so, dadurch bekommen wir Spannungen, aber es ist tatsächlich so, die Kolonisierung gehört dazu. So, wir wollen einen Wolkenkratzer bauen. Wo haben wir das denn hier? Wolkenkratzer errichten. Beliebiges Gebäude im Staat Zwerland. Gebäude ist vom Typen Wolkenkratzer und befindet sich nicht im Bau. Ja, das sollten wir machen. Das müssen wir dann hier machen können eigentlich, ne? Können wir das nicht hier machen? Hier? Doch, hier. Wolkenkratzer. Kostet 1000 Bau. Ist uns ungefähr minus 0,74 pro Woche. Und ist der Marktsitz des Markts skandinavisch. Wir hätten 100% Marktzugriff plus 59 Infrastruktur. Und als verfügbare Arbeiter 21.000 Bauern und 2 Arbeitslose. Wir bauen einfach mal einen Wolkenkratzer. 101 Wochen. Ja, weil wir so eine lange Liste haben. Wie viel Uhr haben wir?
Wir haben es 9, okay. Also der Plan ist, dass ich ungefähr bis um 9:30 spiele. Das ist so der Plan. Ja, dann haben wir 2 Stunden gespielt. Ich glaube, das ist okay. Russland hat Interesse an der Karibik. Ach ja, übrigens, wir haben noch eine Kolonie, die vergesse ich immer ganz gerne. Wir haben hier unten ja noch eine Kolonie. Und da ist auch Aufruhr. Und zwar 25%. Ja gut, das ist okay. Da haben wir auch nochmal 5000 Arbeitslose im Moment. Oder beziehungsweise 5000 Bauern. Was können wir da bauen? Da können wir Fischereien bauen. Ja, Kaffee, Reis. Ich glaube, ich baue mal ein Reisfeld, oder? Damit die ein bisschen Nahrung haben, die Leute. Wir könnten auch Tabak anbauen. Tabak. Wir bauen Tabak an. Vielleicht bauen wir Tabak und Reis? Nee, das geht nicht. Das geht nicht wahrscheinlich, weil unsere Liste jetzt inzwischen zu lang geworden ist. Nee, die war schon mal länger. Die war schon mal länger. Daran kann es nicht liegen. So, die Bauhöfe sind gebaut worden. Die Bausektoren. Aha, die Vereinigten Staaten haben Ostangola kolonisiert. Das müsste ja dann hier sein. Hier, genau. Das haben sie fertig. Dann werden sie hier weitermachen. Die Vereinigten Staaten, das sind Säcke, du. Wahnsinn. Also ich war natürlich jetzt hier im Spiel. Kolonien können wir immer noch keine neuen machen, ne? Und hier kolonisieren wir ja schon. Na gut. Ja, wir dürfen uns nicht beschweren. Wir waren relativ spät dran, dafür sind wir noch ganz gut dabei. So, sollte ich mal hier nochmal durchgehen. Was können wir gut exportieren? Ich schau mal ganz kurz, ob hier was vorgeschlagen wird. Getreide und Eisen. Okay, und Import Stahl zum Beispiel. Luxuskleidung, Glas. Ja, Glas. Glas wäre gut. Import Glas. Aus Britannien. Ja, können wir machen. Und Export Getreide. Von mir aus. Kriegen wir aber nichts dafür. Das lohnt sich nicht. Import war, glaube ich, auch Dampfer, ne? Ne, Kriegsschiffe waren das. Panzerschiffe. Ne, keine Chance. Aus Russland Luxusmöbel importieren. Warum nicht? Machen wir. Export. Dünger. Das wäre auch nicht schlecht. Das können wir uns auch leisten. Wir haben genug Bürokratie. Nach Kingisch Dünger zu exportieren. Da wird der nämlich auch ein bisschen teurer. Ne, Dünger ist recht billig, glaube ich, bei uns, wenn ich mich da nicht vertue. Ja, inzwischen ist er wieder ein bisschen teurer geworden. Ich glaube, ich schaue es mit Dampfern aus. Blei. Artillerie könnten wir exportieren. Ich würde das ganz gerne hier ein bisschen nach oben schieben, damit wir hier ein bisschen mehr sehen gleichzeitig, aber das geht leider nicht. Werkzeuge. Ja, aber auch kein wirklicher Markt. Wir können Papier exportieren, aber Papier ist bei uns eh recht teuer. Das will ich leider nicht. Das will ich nicht. Möbel, Zucker, Öl. Nee, lassen wir es erstmal so. Also ich vermisse hier, wie gesagt, ein bisschen eine Übersichtlichkeit, sodass wir schneller rausfinden, was wir gut exportieren und importieren können. Das ist schon hier ein bisschen durch das hier so ein bisschen vorgegeben, aber Lebensmittel importieren könnten wir theoretisch machen. Film freigeschaltet, da kriegen wir 5% Prestige, das ist schön. Wie viel Prestige haben wir denn dazwischen? Wir haben 698 und brauchen 880 für die Großmacht. Keine Chance. Gut, wo gehen wir? In welche Richtung gehen wir jetzt? Ich würde gerne bei Produktion ein bisschen weitergehen. Das Anilin, was bringt uns das? Kunststoffwerke, Kunstseide, Vulkanisierung bringt uns elastische Stoffe, Fahrradkuriere, Fließbänder, ist auch nicht schlecht. Telefone. Die Elektrofabriken würden dadurch freigeschaltet. Was sind Elektrofabriken? Die produzieren Telefone. Ah, okay. Und dann hätten wir die Elektroeisenbahn. Nee, das würde hier runtergehen zu Funk. Für die Elektroeisenbahn bräuchten wir die elektrischen Kondensatoren. Da hätten wir die elektrische Nähmaschine in den Tuchfabriken und die automatische Webmaschine in den Tuchfabriken. Das hört sich gut an. Die Salzwasserelektrolyse in den Chemiefabriken. Okay. Das hört sich eigentlich ganz gut an, ne? Er schaltet Kohlekraftwerke für Kraftwerke frei. Kraftwerke. Ah ja, stimmt, Kraftwerke haben wir auch. Ah, gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht, was wir hier alles erforschen könnten. Die Dreschmaschinen für die Felder. Stickstofffixierung auch für die Felder. Lichtbogenverfahren für die Stahlwerke. Plastik für die Glashütten. Pneumatische Werkzeuge. Plus 25% Hartholzausstoß von Gebäuden.
Bausektordurchsatz. Und der Verbrennungsmotor. Kettensägen für die Holzfällerlager. Ja, ich glaube, ich mache tatsächlich die elektrischen Kondensatoren. Dann haben wir die elektrischen Nähmaschinen und können wir dann die elektrische Eisenbahn freischalten, weil wir den Stahl-Eisenbahnwagen schon haben. Wird das dann zur elektrischen Eisenbahn führen? Das ist doch schön. Dann brauchen wir weniger Kohle. So, wie schaut es hier aus? Panzerschiffe sind immer noch teuer und Dampfer und Luxuskleidung ist teuer. Und Glas ist... Nee, das sind die unproduktiven Handelsrouten. Und Glas ist immer noch teuer, ja. Die Staaten in Aufruhr, glaube ich, sind weniger geworden. Das freut mich. Die Radikalen sind mehr geworden, aber die Staaten in Aufruhr sind weniger geworden. Wenn wir diese ganze Liste hier abgearbeitet haben, sollten wir uns um unser Glas kümmern. Ja. Überwachung der Einheimischen. Wir haben entdeckt, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Wenn sie einen Kampf wollen, sollen sie es bekommen, ja. Wir versuchen nicht, die Beziehungen zu verbessern, weil wir sind hier überlegen, denke ich. Und wenn die uns angreifen, dann können wir sie komplett schlucken. Und das ist eigentlich gut. Für uns ist das positiv. So, unser Rang ist immer noch bei 27,9, aber verbessert sich schon. Wir sind inzwischen im Plus. Wir haben 130.000 Investitionsfonds und wir haben unrealisierte Steuern auch. Können wir uns anschauen, wo? Ich glaube schon. Und Goldreserven haben wir fast 1 Million inzwischen. Die unrealisierten Steuern, wo sind die? Wo sind die? Warum wird uns das nicht angezeigt? Hier. Nee, hier wird es uns leider nicht angezeigt. Ich glaube, es sollte eigentlich schon angezeigt werden. War das nicht auch mit dem Patch? Sollte das nicht mit dem Patch kommen, dass es hier angezeigt wird? Wo das genau ist? Ich gehe mal hier auf Etat. Und auf Staaten. Hier müsste es doch stehen, oder? Hereroland. Ja, das sind wahrscheinlich die Kolonien, schätze ich. Das werden die Kolonien sein. Ich klicke die Kolonien mal kurz durch. Nee, eigentlich sind es die Kolonien nicht. Hier in der Karibik? Nö, auch nicht. Grönland? Island? Nee, Besteuerungskapazität ist eigentlich überall okay. Nee, das ist nicht das Problem. Es werden wahrscheinlich trotzdem die Kolonien sein, weil wir dort das einfach nicht abschöpfen können, aus irgendwelchen Gründen, schätze ich. Ah, genau, das sind die inkorporierten Staaten, genau. Weil wir noch nicht inkorporierte Staaten haben. Genau, das ist ein guter Punkt, Dennis, vielen Dank für den Hinweis. Das sind die nicht inkorporierten Staaten. Was machen wir jetzt mit unserer Bürokratie? Wir haben jetzt so viel Bürokratie. Was können wir damit machen? Habt ihr Vorschläge? Habt ihr Vorschläge, was wir mit unserer nicht verbrauchten Bürokratie machen? Russland möchte mit uns eine Zollunion machen. Das machen wir aber nicht. Also, wir müssen was gegen den Panzerschiffen machen. Das bedeutet, glaube ich, nochmal Häfen. Wenn ich mich nicht täusche, oder? Schiffswerften stellen Panzerschiffe her. Genau. Die Schiffswerften haben wir umgestellt auf Marineschiffsbau, wodurch wir weniger Dampfer, mehr Panzerschiffe haben. Aber wir haben es, glaube ich, nicht bei allen gemacht. Wie schaut es denn mit den Dampfern aus? Wie teuer sind die Dampfer? Elektrizität ist sehr teuer, da müssen wir noch gucken. Die Panzerschiffe sind auch relativ teuer. Also Schiffswerften können wir noch gebrauchen, so wie es ausschaut. Opium ist okay. Dampfer sind eher günstig. Okay. Das heißt, wir könnten hier vielleicht noch eine der Schiffswerften umstellen. Die hier nämlich, die ist auf zivilem Schiffsbau. Wenn wir die auf ausgedehnten Marineschiff bauen, dann würden wir mehr Kriegssegelschiffe und weniger Klipper. Ach, die sind auch verstärkte Holzschiffe. Auch die müssten wir auf Dampfschiffe umstellen. Dadurch hätten wir weniger Klipper und mehr Dampfer. Und dann hier auf ausgedehnten Marineschiffsbau, um dann mehr Kriegssegelschiffe zu bauen. Aber ich will ja gar keine Kriegssegelschiffe. Warte mal, ich mache das mal auf Dampfschiffe. Und dann auf Marineschiffsbau, genau. Dann hätten wir mehr Panzerschiffe. So machen wir das mal hier in Westnorwegen. Oder sogar hier den ausgedehnten Marineschiffsbau. Den können wir eigentlich auch machen. Ja, ich muss mich hier mal kurz durchklicken.
durch die Schiffsminen, Schiffsminen sage ich schon, die Schiffswerften. Muss ich das überall so einstellen. Ausgedehnter Marineschiffsbau. Das würde bedeuten, dass die Panzerschiffe ein bisschen teurer werden. Warum denn? Nee. Ah nee, wir würden da mehr Dampfer herstellen. Ah nee, das will ich ja nicht. Das will ich nicht. Marineschiffsbau war schon richtig. Ah, Kommando zurück. Marineschiffsbau war schon richtig. Oder interpretiere ich das jetzt falsch? Bei Marineschiffsbau haben wir nämlich... Moment. Hier haben wir plus 25 Panzerschiffe und minus 25 Dampfer. Und hier hätten wir minus 5 Panzerschiffe und plus 5 Dampfer. Ich check's jetzt noch nicht so ganz. Wo kriegen wir mehr Panzerschiffe? Bei welchen von beiden? Manchmal ist es ein bisschen komisch hingeschrieben. Aufruhr könnte Steuereinnahmen senken, das stimmt auch, ja. Gesetze einführen oder Traditionen erhöhen oder inkorporieren. Ja, inkorporieren wollen wir nicht. Es ist okay, wir haben genug Geld. Aber wir sind sowieso mega im Plus. Das ist alles okay. Also was von beiden muss ich jetzt wählen, damit ich mehr Panzerschiffe bekomme? Das obere oder das untere? Ich bin jetzt gerade voll verwirrt. Hier steht plus 20 Panzerschiffe und hier steht nur plus 5 Panzerschiffe. Also muss doch eigentlich der Marineschiffsbau der bessere sein. Beim ausgehenden Marineschiffsbau gibt es mehr Panzerschiffe. Also doch. Ja, würde ich auch sagen. Wäre ja logisch, ne? Aber hier steht plus 5 und da steht plus 20. Naja, gut. Wir nehmen das jetzt einfach mal. Wird schon richtig sein. Ich würde es auch so empfinden. Und die Dampfer, für was brauchen wir nochmal die Dampfer? Die Dampfer brauchen wir für Häfen und die machen daraus wiederum Konvois. Ja, so war das. Aber ich glaube, die Dampfer waren eh okay, oder? Vom Preis her. Das waren die Panzerschiffe. Die Dampfer hatte ich, glaube ich, gesagt, die waren relativ okay. Die waren hier. Genau, die waren bei minus 4. Das ist absolut okay. So, dadurch sollten die Panzerschiffe jetzt billiger werden. Oh, Revolution. Revolution durch die Gewerkschafter und die Landbewohner bei 20%. Sehen wir irgendwie, bis wohin die steigt? Ist es das hier? Das ist der Interventionismus. Er wird auf 50 hochgehen. Ja gut, auf 50 ist okay. Fehlgeleiteter Imperialist. Ein patriotischer Forscher und Partisane einer Interessengruppe Kleinbürger hat das Land in amerikanische Hereroland kartiert. Ach, nicht das schon wieder. Verträge mit örtlichen Anführern im Namen unserer Nation geschlossen, obwohl die Vereinigten Staaten bereits eine Präsenz vor Ort hat. Wenn die Ansprüche des Forschers anerkannt werden, wird die Vereinigten Staaten von Amerika ausgesprochen wütend auf uns sein. Wir nehmen den Anspruch an und verärgern die Vereinigten Staaten. Oder wir lehnen den Forscher ab und verärgern unsere Kriegstreiber. Da würden die Streitkräfte verlieren und die Kleinbürger verlieren. Und wir würden einen Diplomatenzwischenfall in der Region Balten führen, was die Vereinigten Staaten... Wenn Mecca 1,3 Verrufenheit einbringt und seine Beziehungen zu 11 Ländern verschlechtert. Ja, das ist doch gut. Machen wir das. Und befehlsverweigerndere Kriegstreiber haben wir auch noch. Ein Offizier in unseren afrikanischen Kolonien hat absichtlich eine Konfrontation mit Herero provoziert. Das ist gut. Obwohl er angehalten war, den Frieden zu schützen. Wir können entweder unser Gesicht wahren, indem wir das Handeln des Offiziers unterstützen, oder wir können ihn zurückbeordern und so eingestehen, die Lage nicht im Griff zu haben. Und damit die Kriegstreiber aufzubringen. Skandinavien erzeugt eine Diplomatie, spielt einheimischen Aufstand. Das ist natürlich sehr schön. Das machen wir auch. Und dann können wir hier zu den Waffen, genau, dann können wir, warte mal, ich möchte das ganz kurz mal angucken, wie groß ist denn das Gebiet noch? Das ist noch dieses Gebiet hier, dann können wir das Ganze annektieren und damit Amerika so ein bisschen raushalten und dann hier dieses Gebiet dann kolonisieren, ohne dass Amerika das schafft. Das sollte doch, wäre doch ganz gut, wenn wir das schaffen würden, oder? Gut. Kriegsparteien wären Skandinavien und Spanien, die sind auf unserer Seite. Sehr gut. Spanien möchte auch Herero annektieren? Nein. Wir möchten Herero annektieren, genau.
Und sie möchten skandinavisch Heroland erobern. Okay, zu den Waffen. Zu den Waffen. Das bedeutet, wir können jetzt auch einen Befehlshaber mal befördern. Wir haben ja eh genug Bürokratie. Heroland ist jetzt ein richtiger Staat. Das ist gut. Streitkräfte, Krieg und so weiter. Die Vereinigten Staaten hat die Kolonisierung von Heroland abgeschlossen. Ihr Malkonier ist jetzt ein richtiger Staat. Das geht auch für uns. Hier, Befehlshaber. Gut. Ich schaue mal ganz kurz die Eigenschaften hier an. Beliebter Befehlshaber, plus 2% politische Stärke, das interessiert uns nicht. Hier haben wir die Defensive. Okay, und hier hätten wir Bergkampfexperte und Offensive. Ja, okay, also werden wir den hier befördern. Das kostet uns ein bisschen Bürokratie, aber dafür haben wir auch eine höhere Kommandoschwelle. Also, per Angriff wird befördert, das sollte doch eigentlich... Ja, damit haben wir Befehlshaber rekrutieren und befördern abgeschlossen, dann haben wir das nicht mal los. Gut. Dann mobilisieren wir. Das Gute ist, in diesen Krieg kann jetzt, glaube ich, soweit ich das verstehe, keiner mehr rein. Ne? Der ist direkt ausgebrochen, es kann keiner mehr rein. Wir haben Spanien auf unserer Seite und die haben ja im Prinzip keine Streitkräfte, sehe ich. Also was soll passieren? Wir mobilisieren? Nee, machen wir nicht. Warte mal. Wir mobilisieren nur den einen. Nämlich den wir gerade befördert haben. Den Offensivplaner hier. Den mobilisieren wir. Und der soll die Vorhand voranbringen. Hier. Und ich glaube, das reicht auch. Es kann sein, dass Spanien das noch dazu kommt, aber das sollte trotzdem passen. Eine Armee mobilisieren, das haben wir doch schon alles. Konvoiüberfall. Konvoiüberfall wurde dem Journal hinzugefügt. Was ist denn ein Konvoiüberfall, bitteschön? Achso, das ist für die Schiffe, ja. John Stirnblatt soll Konvois überfallen. Ja, von mir aus. Das bringt zwar überhaupt nichts, aber ist egal. Konvois überfallen, ja. Er kann doch nirgends. Wo soll er denn Konvois überfallen, bitteschön? Das ist doch hier ein Binnenland. Wo sollen denn die Konvois haben? Totaler Schwachsinn. Also, weg damit. Das ist Quatsch. So. Blittig ist gestorben. Olaf Selgren ist gestorben. Gut. Ich wollte eh mal gucken, die Kleinbürger, was haben die denn jetzt für einen Anführer? Die Vereinigten Staaten haben Bas-Kongo, oder beginnen Bas-Kongo zu kolonisieren. Die haben jetzt einen gemäßigten Anführer. Das ist okay. Das ist okay, bedeutet, dass sie wieder ein bisschen nach oben gegangen sind. Die sind wieder ein bisschen nach oben gegangen, tatsächlich. Wir sind bei der Regierung wieder bei 55, was auch nicht schlecht ist. Wie lange dauert es noch zur Wahl? 1882, also noch ewig. Genau das wollte ich, dass hier ein Krieg ausbricht. Das ist für uns natürlich super. Die Amerikaner beginnen hier weiter zu kolonisieren, hier hinten, glaube ich, wenn ich das richtig interpretiere. Da oben. Da haben sie neu kolonisiert, also gehen jetzt in diese Richtung. Britannien hat Kongo abgeschlossen, Frankreich hat Großbritannien mit einem Embargo belegt, okay. Was machen wir denn mit unserer Bürokratie? Was machen wir jetzt damit? Habt ihr einen Vorschlag? Ah ja, natürlich. Ich habe einen Vorschlag, wir können nämlich die Institution jetzt wieder stärken, nämlich hier können wir wieder auf Stufe 3 gehen und hier können wir auf Stufe 4 gehen. Genau. Und dann können wir das Gesundheitssystem vielleicht auch noch weiter ausbauen und die Bildung vielleicht noch weiter ausbauen, indem wir ein paar Gesetze verändern bzw. Forschungen machen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Hier, bei Amt für Inneres zum Beispiel, könnten wir mal Nationalgarde oder Geheimpolizei probieren. Beides ungefähr gleich beliebt. Hier hätten wir mehr Einberufungsrate, mehr Fortschrittstempo von Revolutionen, also weniger Fortschrittstempo und weniger Protestbewegungsradikalität. Und also wir hätten also mehr Bataillone, die wir mobilisieren können. Hier hätten wir plus 2 maximale Investitionen für Amt für Inneres, das hätten wir hier oben auch, glaube ich, oder? Ne, hier oben hätten wir das nicht, okay, dann bekämen wir das hier. Hätten minus 5% Unterdrückungsauswirkungen auf die Interessengruppe Anziehung und minus 10% Fortschritt für Revolution und minus 10 Prozess. Ich probiere das mal. Wir probieren das mal, die Geheimpolizei hier einzuführen. Ja, machen wir das mal. Das finden tatsächlich die Intellektuellen so blöd, dass sie auf minus 29 gehen und würden radikalisiert werden. Aber, mein Gott, wir machen das jetzt trotzdem mal. Probieren geht über Studieren. Die Streitkräfte sind dafür loyal bei plus 13, das ist sehr schön. Ungerechte Zugangsbedingungen. Den Askenischen in Seeland wird der Zugang zu einigen Geschäften verwehrt.
Jeder muss Zutritt behalten. Genau, da bekommen wir weniger Autorität, aber das machen wir so. Und das ist pure Heuchelei. Machen wir auf. Das kommt auch immer wieder, gell? Dieser Effekt. Frankreich möchte eine Zollunion mit uns machen, das machen wir aber nicht. Wie schaut es denn jetzt mit den... Oh, wir haben sehr viele unproduktive Handelsrouten, aber ich glaube, die Panzerschiffe sind billiger geworden, offensichtlich. Die eine Revolution braut sich zusammen, ja, aber die wird nicht mehr als 50% bekommen, wenn ich das hier richtig interpretiere. Ja, dürfte nicht mehr als 50% bekommen. Und Start und Aufruhr ist, glaube ich, noch weniger geworden. Das freut mich sehr. Frankreich hat Kongo Orientale kolonisiert. Wie schaut es denn hier aus? Wann kommt denn hier endlich mal? Achso, die sind noch in der Reise, ne? Hier, ein Tag und jetzt sind sie da. Gut. Da die anderen keine Truppen haben, müsste das eigentlich relativ easy sein. Frieden schließen, ja, müssen wir jetzt noch nicht. Wir haben ja den. Ja, schaut mal. Der Vormarsch ist hier relativ easy, weil die keine Truppen haben. Zack, wir haben alles. Per Angriff wurde zur Front verlegt. Ja, weil wir hier alles erobert haben, gibt es hier nichts mehr zu tun. Da können wir jetzt eigentlich Frieden schließen, wenn die sich drauf einlassen, die Gegner. Schauen wir mal. Wir möchten gerne annektieren. Wir haben tatsächlich 830 Tote. Warum auch immer. Wahrscheinlich sind die irgendwie aus Langeweile gestorben, weil der Krieg so schnell vorbei war. Es ist jetzt zynisch gewesen. Ich meine das nicht so. Ich sehe hier keinen Friedensvertrag, aber wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen warten, bis sie hier runtergehen. Aber die werden sehr schnell runtergehen. Mexikanisch, Bereitschaft, okay. Was ist jetzt hier los? Weil hier so ein Haken ist. Auswirkung: Skandinavien annektiert eine dezentrale Nation. Dies zu fordern, gilt Skandinavien 5,7 Verrufenheit. Naja, die haben ja angegriffen. Aber es wäre doch ein schönes Ende unseres heutigen Streams, wenn wir hier noch erfolgreich sind und dann schon die nächste Kolonie anfangen können. Das wäre doch sehr schön. So, die sind noch bei 36. Die sind, glaube ich, noch zu positiv, was den Kriegswillen angeht, auch wenn sie komplett erobert worden sind. So, die Revolution geht wieder nach unten. Ja, genau so hatte ich mir das auch vorgestellt. Habe ich also richtig vorhergesagt. Hier bauen wir gerade eine Schiffswerft. Das passt auch. Die Kraftwerke werden ausgebaut. Ich weiß nicht, wir müssen mal kurz gucken, ob wir immer noch einen Strommangel haben oder ob das jetzt passt. Kolonisierung von Nordkap wurde abgeschlossen. Die ehemalige Kolonie ist jetzt ein richtiger Staat. Das ist sehr schön. Da können wir auch mal kurz reingucken. Das müsste hier sein, Nordkap. Wir können noch, ich glaube, da wir ja auch noch 15.000 Beschäftigte haben, können wir hier wirklich ausbauen, die Goldminen komplett ausbauen. Die Frage ist, müssen wir auch die Eisenbahn ausbauen? Ja, die können wir eigentlich auch ausbauen, theoretisch. Sonst noch irgendwas? Wir können Eisenminen bauen. Ja, sollen sie erstmal die Goldminen bauen. Wie viele Beschäftigte haben wir da? Ja, das wird ungefähr auch... Das wird ungefähr alle da mit reinziehen. Das passt schon. Glas ist billiger geworden, aber immer noch nicht billig genug. Haben wir schon Glasminen? Glasminen, Glasfabriken hier? Nein. Dann baue ich noch mal ein paar Glasfabriken. Wo haben wir denn die Glasfabriken? Hier, Glashütten. Glashütten. Oh, die Werkzeugfabriken sind immer noch nicht effektiv. Das ist echt schade. Ich verstehe nicht, warum die Werkzeugfabriken nicht effektiv sind. Was machen wir da falsch? Was machen wir mit den Werkzeugfabriken falsch? Habt ihr eine Idee? So, Glas könnten wir ins Togo ausbauen oder in Westnorwegen. Die Frage ist, wo haben wir Arbeiter? Westnorwegen haben wir Arbeitslose nur 120. Das ist nicht gut. Und in Götaland haben wir auch kaum Arbeitslose. Ja, das ist schlecht. Das ist schlecht. Können wir irgendwo unsere Staaten als Überblick sehen? Ich glaube, das geht nicht, gell? Die Staaten als Überblick zu sehen, geht leider nicht. Das ist auch noch so ein Problem.
Wie ist denn der durchschnittliche Werkzeugpreis? Ja, der Werkzeugpreis ist, glaube ich, eigentlich okay. Schauen wir mal ganz kurz. Der war nicht so billig, aber auch nicht so teuer. Oder? Hier, da minus 18, ja. Minus 18, da könnte schon noch ein bisschen teurer sein. Was schlägst du vor? Was sollten wir machen? Entweder eine Exportroute für Werkzeuge, das könnten wir machen. Oder irgendjemand, der Werkzeuge verbraucht. Aber wer? Ich habe niemanden jetzt auf die Schnelle gefunden vorhin. Und ich wollte jetzt nicht jeden einzeln anklicken. Wo war ich denn jetzt gerade? Ja, genau. Ich wollte schauen, wo wir die Glashütten bauen. Ich wollte schauen, ob wir noch irgendwo Glashütten bauen. Haben wir hier irgendwo noch Arbeitslose? Hier. Aber hier bauen wir, glaube ich, gerade. Hier bauen wir gerade ein Kraftwerk. Da bauen wir, glaube ich, auch noch gerade eine Lebensmittelfabrik, genau. Da hätten wir keine Arbeitslosen. Da haben wir ein paar Arbeitslose. Da bauen wir, glaube ich, auch gerade nichts. Gut. Dann können wir hier... Ah, doch, da bauen wir den Wolkenkratzer. Und die Kraftwerke haben tatsächlich Minus? Das gibt es doch gar nicht. Das ist merkwürdig. Obwohl wir Strom so dringend brauchen... Wenn die Preise zu niedrig sind, dann macht die Betriebe halt Verlust. Ja, das ist mir schon klar. Soweit habe ich schon verstanden. Das ist mir klar. Die Frage ist, was machen wir dagegen? Ich würde erstmal schauen, die Werkzeuge selbst zu verbrauchen. Aber hast du Vorschläge? Wer verbraucht viel Werkzeug? Wo sollte ich nachschauen? Weil bevor ich jetzt hier alles durchklicke, das ist schon immer sehr mühselig. Ich meine, hier verbrauchen wir zum Beispiel Werkzeuge, aber da können wir, glaube ich, nichts umstellen, ne? Was bauen wir denn jetzt in Zweland? Ich werde hier noch verrückt mit diesen Anzeigen. Wir bauen in Zweland tatsächlich nur den Wolkenkratzer. Gut, dann sollte den Wolkenkratzer bauen. Hier hätten wir auch noch die Möglichkeit. Oh, die Motorenwerke sind hier sogar unproduktiv. Das ist interessant. Das ist interessant. Die Motoren haben aber eigentlich guten Preis, muss man sagen. Aber die Werkzeuge. Ja, die verbrauchen Werkzeuge. Wir müssten die Motorenwerke eigentlich stärken, ne? Wenn die Motorenwerke stärken, würden wir auch Werkzeuge verbrauchen. Ich brauche hier vielleicht mal ein Motorenwerk. Das wird sich schon wieder einkriegen hier. Da ich deine Betriebe und deren Ausbau nicht kenne, ist es schwer, eine Empfehlung zu geben. Ja, das stimmt natürlich. Aber vielleicht fällt dir irgendeine Industrie ein, die besonders viel Werkzeuge verbraucht. So rein spontan. Glas ist immer noch teuer. Jawohl, das wissen wir. Glasfabriken. Wollten wir die nicht ausbauen? Ging es uns da nicht gerade darum, die Glasfabriken auszubauen? Ich glaube, darum ging es uns gerade, ne? Dann baue ich hier tatsächlich... Oder wir können hier nochmal ganz kurz gucken. Hier haben wir aber auch keine Arbeitslosen. Doch, hier haben wir noch Arbeitslosen. In Nordnorwegen. Da haben wir ein Stahlwerk. Ich glaube, Stahl sollten wir auch nochmal ausbauen. Und Schwefel sollten wir eigentlich ausbauen. Schwefel ist... Ja, Schwefel ist schon mal ein bisschen teuer. Baue ich mal den Schwefel aus. Die Wahl an... Die Walfänger sind eigentlich auch nicht schlecht, wenn wir die auch mal ein bisschen ausbauen. Mache ich das auch mal. Für das Öl. Von der Infrastruktur her passt es noch. Das wäre dann das einfach... Das sind einfach die besten für... Glashütten. Obwohl, für Glashütten brauchen wir doch... Ne, da brauchen wir auch Blei. Und hier haben wir die Bleimine, ne? Ja, das passt schon. Das passt schon so. Also, ich brauche hier mal eine Glashütte und vielleicht sogar gleich zwei. Da Skandinavien ja weniger Leute hat, wäre es vielleicht eine Idee zu schauen, ob man dort irgendwo noch Automation machen kann. Ja, das habe ich schon geguckt. Das ist eine gute Idee. Da sind wir schon komplett, auf Maximum, was Automation angeht. Also ich habe überall, wo es geht, habe ich das schon angestellt. Protestbewegung wurde aufgelöst, das freut mich. Achso, hier habe ich noch nicht geguckt, ob wir hier noch Arbeiter haben, aber hier haben wir auch keine Arbeiter, nein. Gut, wie schaut es hier aus? Da haben wir noch 1000 Arbeiter. Was könnten wir denn da? Ach, schaut mal, die Tabakplantagen, das ist alles irgendwie nicht produktiv, aber da müssen wir mit Exporten ran. Ah, hier haben wir auch noch Glashütten. Die könnten wir eigentlich auch noch ausbauen. Bauen wir die auch noch mal aus? Bauen wir die auch noch aus? Wie schaut es hier aus? Da haben wir 8000.
8000 Arbeitslose, das ist auch schön. Da können wir die Kohlenminen ausbauen. Holzfäller könnten wir auch ausbauen, aber das ist nicht so eine gute Idee, denke ich mal. Ja, wir könnten hier auch ein bisschen Glas produzieren, aber ich glaube, die Kohleminen, Kohle ist wichtig. Die stellen noch ein. Das ist gut. Ja, da bauen wir, glaube ich, gerade sogar. Ja, da bauen wir gerade. Die Goldminen bauen wir auch gerade. Wunderbar. Siehst du, ich kann vorschlagen, was ich will. Die Chance, dass du es schon gemacht hast, ist halt sehr hoch. Ja, Dennis, war nicht so gemeint. Also, ich finde deinen Vorschlag trotzdem einen sehr guten Vorschlag, aber zufälligerweise habe ich da schon drauf geachtet. Also gerne immer Vorschläge machen. Lieber zu viele Vorschläge und ich habe es schon gemacht, als zu wenige Vorschläge und ich könnte es noch machen und wir hätten, wir haben eine Chance verpasst. Sagen wir mal so. Ne? So. Kapitulation, sehr schön. Damit haben wir Herero jetzt komplett und die Amerikaner sind ein bisschen ausgesperrt und dann sollten wir sofort hier mit der Kolonie anfangen, damit wir die Amerikaner hier ein bisschen aussperren können. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Hier. Kolonie. Ja, es geht. Ostangola. Und Botswana haben wir schon, ne? Oder? Ne, Botswana haben wir nicht. Botswana haben wir noch nicht. Jetzt schaut es gut aus. Jetzt haben wir zwei neue Kolonien, nämlich hier und hier. Ich dachte, wir hätten Botswana auch schon. Na, dann wundert es mich nicht, dass hier nichts vorangegangen ist. So, jetzt müssen wir hier gucken. 50 Tage. Jetzt müssen wir den Amis zuvorkommen. Aber dieses Gebiet gehört schon uns. Das heißt, da haben wir die Amis eigentlich schon rausgesperrt. Die hat aufgehört, die Beziehung zu verbessern. Okay, da haben wir die Amis eigentlich schon rausgesperrt. Das ist gut. Das Enddatum erreicht, würde dem Journal hinzufügen. Das Enddatum erreichen. Ja, das werden wir schon schaffen irgendwie, oder? Die Bewaffnung von Einheimischen haben wir wieder mal. Wenn sie einen Kampf wollen, kriegen sie den Kampf. Ja, den kriegen sie tatsächlich. Wenn sie den haben wollen. Wie schaut es denn mit unserer Verrufenheit aus? Okay, wir sind inzwischen 8 bei 24,5. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Wir sollten versuchen, unter 25 zu bleiben. Das wäre schon gut. So, die Vereinigten Staaten haben hier einen Aufruhr. Das ist schön. Die können jetzt eigentlich nur noch nach Norden wachsen, weil wir ja hier schon wachsen. Kein Amt für Inneres bewahren. Das ist die Geheimpolizei. Die Niederlande haben uns ein Embargo gegeben. Ach komm, die Niederlande. Die embargieren uns. Ja, Sachen gibt's. Meine Herren, die Niederlande. Wie schaut es denn eigentlich mit unserem Wolkenkratzer aus? Bauen wir den schon? Nee, da ist er. Doch, wir bauen ihn tatsächlich schon. 41 Wochen bis zur Fertigstellung. Wie viel Uhr haben wir? Oh. 9:30 wollte ich ja ungefähr aufhören, ne? Sollten wir noch auf den Wolkenkratzer warten? Nee, das machen wir dann im nächsten Stream. Wolkenkratzer machen wir im nächsten Stream. Missionare für Afrika machen wir. Und zufällige Entdeckung. Während die Regierung die Verabschiedung eines Gesetzes Geheimpolizei vorbereitet, konnten unsere Agenten einen hannoveranischen Spion gefangen nehmen und haben damit unser ohnehin schon geringes Vertrauen in diese Richtung noch weiter erschüttert. Das Volk muss davon erfahren, Hannover verschlechtert sich um 30, wir bekommen aber bessere Erlassungszeit und Erlassungschance. Und das sind sehr nützliche Informationen, die privat bleiben sollten. Wir bekommen trotzdem bessere Erlassungszeit und Erlassungschance. Skandinavische Beziehungen verschlechtern sich trotzdem, aber wir bekommen auch noch +2 für die Streitkräfte. Dafür sind die Beziehungen aber noch schlechter, aber mit Hannover ist es okay. Mit Hannover wollen wir so demnächst anfangen. Sehr schön. Ja, ja. Hier müssen... Schaut mal, wie knapp das war. Schaut mal, wie knapp das hier mit den Engländern war. Belgisch-niederländische Rivalität wurde beendet. Ja, da haben sich die Niederländer jetzt auf uns eingeschossen. Wir waren vorher auch schon Rang 9. Damals waren wir aber noch Großmacht. Inzwischen sind wir nur noch Mittelmacht. Das Osmanische Reich gab Frankreich auf. Das Osmanische Reich unterstützt Frankreich im Diplomatiespiel gegen Mangbetu nicht mehr. Interessant. So, wie schauen wir hier? Frankreich ist auf Platz 1. Es gibt nur noch 6 Großmächte. Italien, britische Inseln und Skandinavien. Wir sind gut dabei, würde ich sagen, oder? Also ich meine, Platz 9, das lässt sich schon sehen. Das ist schon ordentlich. Wir sind über Spanien, über dem Osmanischen Reich, über den Niederlanden, über Bayern. Die Niederlande sind tatsächlich nur eine Kleinmacht. Aber denen haben wir keine Angst. Finanziell stehen wir sehr gut da. Unsere Bürokratie steht auch wunderbar da.
Der Diplomatiespiel hat begonnen, nämlich Frankreich begann einen einheimischen Aufstand gegen Mangbetu. Wo stehen wir mit unserer Verrufenheit? Ja, wunderbar. Wunderbar. Gut, ich würde sagen, jetzt haben wir hier schon wieder dieses blöde Kongo-Hauptquartier, weil der oben Frankreich was macht, aber da werden wir uns nicht einmischen. Ich würde sagen, wir warten noch einmal, bis die hier wachsen. Kongo hat aufgehört, die Beziehungen zu verbessern. 6, 5, 4, 3, 2, 1 und wächst. Sehr schön, okay. Die wachsen hier Richtung Norden, was uns natürlich sehr gut passt. Und zwar Nina, wo wachsen denn die hin? Wird auch gerade kolonisiert, aber wo? Da unten? Kann das sein? Ich glaube da unten, ja. Und hier. Ich glaube hier und hier. Da kolonisieren wir. Hier wird aber nicht gezeigt, wie schnell das geht. Komisch. Ist auch ein Sklavenstaat. Das wollen wir natürlich verhindern. Gut, damit sind wir am Ende unseres Streams angelangt. Was haben wir erreicht und was wollen wir noch erreichen? Ich schaue mich mal ganz kurz an. Panzerschiffe sind ein bisschen teurer geworden. Ja, klar. Wir müssen Elektrizität nochmal runterbringen. Das ist schon gesunken. Haben wir immer noch Probleme mit Elektrizität? Das muss ich mal kurz angucken. Das haben wir nicht mehr, ne? Nee. Ich glaube, wir haben inzwischen genug Elektrizität erzeugt. Wir haben also zumindest nicht mehr das Problem, dass wir zu wenig haben. Teure Regierungsware immer noch Glas, aber das ist das Einzige. Okay. Ja. Was haben wir erreicht? Wir haben hier Afrika weiter kolonisiert. Wir haben Amerika hier in die Schranken gewiesen. Wir haben unsere Nation ausgebaut. Wir haben die Wolkenkratzer erforscht, beziehungsweise den Wolkenkratzer auch, einen Wolkenkratzer-Standpunkt uns angeschaut. Und wir bauen gerade sogar einen Wolkenkratzer. Und wir, ja, sonst, was haben wir sonst noch gemacht? Das war es eigentlich größtenteils. Ne? Hauptsache haben wir uns um Afrika gekümmert und den Ausbau. Zum Beispiel auch hier den Ausbau der Goldminen, was uns sehr wichtig war und ja, und das bringt uns gut ins Plus. Ich mag Rückenkratzer lieber als Wolkenkratzer. Ja, so privat im Wohnzimmer auf jeden Fall. So, dann gehe ich mal rüber in den Quatschmodus.